So, was geht, was geht, was geht? Mal kurz die Klimaanlage ausmachen. Lul. So, wir sind jetzt hier live auf dem allerechten Kanal vom allerechten Vorort. The real and only one. Ganz genau. So. Mal kurz gucken einmal hier. Das und der Braten hier läuft. Ich hoffe, Marolo kackt jetzt nicht in der Zeit ab, wo wir gleich nach 1 rennen wollen, weil es ist davor abgestürzt. Deswegen war nicht so schmackhaft. Deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt gleich nicht wieder dann irgendwann abschmieren wird. Deswegen, ja. So. Einmal kurz. Erstmal hallo, hallo an die ganzen, die alle Hi schon gesagt haben. Hallo, hallo. Seh Werbung. Ja gut, passiert schon mal, ne? So. Hi, warum war Divi gestern Abend bei dir? Erkläre ich gleich. Ich muss einmal kurz hier, wo ist es? Einmal da, zack, perfekt. Da sind wir schon hier in der Fahrhaus Hangout Lobby. Wir werden uns ein bisschen hier sammeln und in der Zeit, wo wir warten auf die anderen, dann kann ich schon mal sagen, was jetzt eigentlich der Plan ist, wie es hier aussieht, etc. Also, erstmal Streamplan. Wir werden heute auf meiner Insel spielen. Ich will da ein bisschen die Insel weiter ausbauen, auf jeden Fall. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann, wie gesagt, am Ende des Streams noch eine Stunde Bed Wars, ganz gelegentlich, wie immer. Da kommt noch am Dienstag dann das Video zu, weil die haben ja jetzt den Upload-Plan geändert für die Contents. Das heißt, immer jetzt am Freitag kommen jetzt die neuen Kits. Deswegen muss man gucken, wie das aussieht. Dann muss ich eventuell die Streaming-Pläne ein bisschen ändern. Update-Video zu Islands kommt morgen. Da kam ja, wie gesagt, das neue Update gestern. Und warum eigentlich Divi auf meiner Insel gestern war, ist folgendermaßen. Ich wollte Ihnen die neue Baumfarm zeigen, die automatische, wo es natürlich auch ein Update-Video, also ein allgemeines Video zu geben wird. Und dann habe ich gesagt, ja, komm auf meine Insel. Hat er natürlich auch gesehen im Chat, haben ihn dann über DMs halt in meinen Code geschickt und dann war er auf meiner Insel. Gefühl war dann das halbe Dev-Team von Island Star, war auch ganz cool. Und dann ging die Sache los mit den Trophäen von Divi Plays, wo ich auch 3 Stück von habe, ganz genau. So, ich glaube, damit kann ich jetzt eigentlich auch alles soweit aufgeklärt haben. Ah ja, ich habe noch diesen Knopf, hier habe ich auch noch, warte. Haha! Ist ja nicht schön. Den haben wir jetzt auch hier drin. Perfekt. Okay. So. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, denkt daran, diesen Oktober, in circa 2 Monaten kommt dann auch hier der spezielle Halloween-Merch oder der neue Halloween-Merch plus der einen vom letzten Jahr. Das heißt, auf jeden Fall abchecken. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ich würde sagen, ja, wir gehen dann jetzt gemeinsam nach Islands rüber. Und ich würde sagen, ja, rüber geht's dann. Das heißt, einmal kurz hier den reinmachen. So. Und dann geht's rüber in den Bumsladen, Alter. Faust, was war das für ein Gefühl, als Divi auf deiner Insel war? Ich sag mal so, ich war ja schon oft bei Divi da oder habe auch Divi belästigt. Aber dass er auf meiner Insel war, war auch schon cool. Ich habe mich nicht so overgehyped gefühlt, aber war schon ein cooles Gefühl. Dass Divi mal auch eigentlich auf meiner Insel war, nicht? Und dann ich auf seiner, so. Versteht ihr? Da. War auf jeden Fall richtig cool. Machst du Insel bewerten? Ah ja, stimmt, genau. Kommt auch noch, vergessen. Insel bewerten. Sitzen 30, kommt auch noch. Keine Sorge. Habe ich auch schon eine Autobaumform gebaut, bin auch schon drauf gekommen. Das Geile war, ich habe ja bei Brian, also ich habe ja einen Bugforum geschrieben auf dem Discord von denen, dass das immer noch nicht funktioniert so. Und ich bin auch, das ist, also, man muss sagen, ich war auch gleichzeitig ein bisschen dran schuld so, weil das ist echt schwer zu sehen. Aber danach habe ich gecheckt und habe noch von Brian so ein paar aka, ich sag mal Anführungszeichen, Free Stuff bekommen. Ein paar Förderbänder, die ich nicht craften musste. War auf jeden Fall cool, auf jeden Fall, was da die andere Maschine steht. Ich glaube, man kann diese Maschine noch kompakter bauen, das geht. Aber das hat so Brian hingebaut. Genau, und ich habe diese Holzmaschine, diese neue da, habe ich auch gerade bekommen von ihm dann. Auf Ehrenbasis. So. Jetzt mal wieder warten, bis sie alles geladen hat. Genau, kurz Code gucken. Ist das der richtige drin? Ich meine, es wäre der richtige drin. Genau.
Der richtige Code ist in der Roblox-Gruppe. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, kommt einfach und joint der Roblox-Gruppe. Da steht der Code dann im Shoutout drin. Das heißt einfach joinen. Das kostet euch gar nichts und dann könnt ihr schon hier mitspielen. Wie findest du den neuen Filter von 1 bis 10? Ich bin ganz ehrlich, Yogaro. Ich habe mir schon was Cooles vorgestellt als Filter, so wie der ist. Aber der ist halt wesentlich noch cooler. Deswegen war eine 20 von 10. Also ich bin begeistert von dem Teil. Ich kann es euch sagen, Leute. Begeistert. Denn es ist auch eigentlich so ein kleiner Wunsch, den ich damals Brian gesagt habe. Weil ich habe Brian gesagt, kriegen wir irgendwann mal eine Input-Output-Chest, die auch Sachen aussortieren kann. Und das ist eigentlich auch fast das Gleiche, kann man so sagen. Hallo Lena Schneider, willkommen im Stream. Soll man hier die Ingame-Musik ausmachen? So. Und wie gesagt, gestern habe ich 3 DV-Statuen bekommen. Eine von den Devs und dann nochmal 2 von DV. Und ja, die stehen jetzt hier. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und eine habe ich noch hier in der Hand. Das heißt, guck mal, ich habe eine DV-Statue. Lul. Und ja. Die kriegt man auch nur, wenn man bei gewissen Angelegenheiten, bei speziellen Events oder bei Livestreams, so wie DV das gesagt hat. Und können wir uns noch zeigen, hier auf meiner Insel. Einen Moment, wir müssen kurz dahin rennen. Das sieht ja schon da, steht ja schon da aufgebaut. Das ist jetzt die neue automatische Baumfarm, die mir kurz Brian hier aufgebaut hat. Ich habe noch kurz noch die hinzugefügt. Problem ist, ich habe so ein hohes, so eine hohe Item-Drop-Rate auf meiner Insel, dass einfach manchmal der Seed es gar nicht schafft, bis zum Ende kommt trotzdem schnell in den Förderbändern. Deswegen, ja, ein bisschen kacke. Aber wir können kurz demonstrieren hier. Ich mache mal kurz hier einmal treibigen Stoff rein. So. Ich glaube, der Sir hat jetzt gerade ein bisschen Probleme zu verarbeiten, weil ganz viele von euch joinen. Und dann müsste eigentlich jetzt gleich in den nächsten paar Sekunden das eigentlich hier laufen. Naja, genau. Hier ist schon ausgebaut worden. Das heißt, gesetzt. Und das müssen wir denken. Hier, wo dieser eine minimale Schlitz ist, der Schlitz hier, da ist das Teil. Ich kann mal kurz gucken. Wir müssen noch eine Lumber... Mill, oder wie die heißen haben, Industrie Lumber Teil. Also, um kurz zu demonstrieren. Ihr seht hier, da ist dieser eine Spalt, der fehlt. Und das ist der Spalt da, wo sie cutten kann. Ich meine sogar, man konnte auch früher auf beiden Seiten cutten. Aber anscheinend kann man seit neuestem nur auf der Seite cutten. Deswegen, ja. Auch so interessant zu sagen, das gab es in den Islands Leaks zu sehen, bevor das Update released wurde. Ich muss mal noch kurz mal gucken, was genau es war. Dann guckt gleich auf den Chat ein. Ich muss einmal kurz gucken, wo ist das denn? Beefface, da ist mein Leaks immer, die ich sehe. Genau, nämlich ursprünglich sollte erstens der Splitter oder der Filter nur 3 Inputs sind das, glaube ich, nee. Nur 2 Outputs haben. Das heißt, vorne gäbe es keinen. Aber anscheinend haben sie das geändert. Vielleicht kommt der auch noch für die einen oder anderen, die es so haben wollen. Aber ursprünglich war geplant, dass der hier fehlt, der vordere. Die Paletten sind halt Paletten, die sind da so geblieben. Aber auch sehr interessant zu wissen, kleiner Funfact nebenbei, die Tier 2 Vending Machines sollten eigentlich gar nicht so sein, wie sie jetzt sind. Nämlich, ich habe noch keine davon, weil ihr seht ja, mir fehlt das Red Bronze Ingot. Aber diese Tier 2 Maschine, am Ende von hinten, da seht ihr immer so eine kleine Lücke. Und da sollte ehemalig mal ein Eingang für Items sein. Das heißt, man konnte die eigentlich automatisch befüllen durch, ja, Maschinen oder whatever. Das heißt, sowas eigentlich auch geplant. Vielleicht kommt das Feature noch oder vielleicht kommt es nicht. Ich weiß es noch nicht, aber sowas auf jeden Fall geplant. Ich kann ja mal kurz gucken, ob das einblenden kann. Gib mir mal kurz einen Moment, bitte. Muss kurz gucken. So, ungefähr. Ja, komm, so geht das ungefähr. Also, ihr seht hier, das war die ehemalige geplante Tier 2 Vending Machine. Man sieht auf jeden Fall eindeutig, dass diese Tier 2 Vending Machine hinten ein Input und Output hat. Also nur ein Input. Und hier nochmal das gleiche mit der anderen, ne? Mit der, oder ich muss kurz noch ein bisschen runterscrollen. Das sieht man gerade so schlecht im Livestream. Hier nochmal die, diese Sache da, wo ich gesagt habe. Ich schätze mal, es gab, sollte die auch entgeben, aber dann wurde es nochmal geändert. Deswegen, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall cool gemacht, dass sie es doch so umgeändert haben. Weil ich noch ein bisschen feiern würde, wäre die Tier 2 Input-Sache. Wäre ein bisschen komisch halt für Leute zum für Shop besitzen, aber es wäre auf eine Art auch schon ein bisschen cool. Da wollen wir dann nicht nachfüllen. Deswegen ja. So, jetzt genug geredet, jetzt könnt ihr wieder reden. Hallo Makrame, willkommen im Stream. Ich war beim Anime gucken, dann bist du live gegangen. Ja, das ist doch nice, hör mal.
Das ist nice. Ich sehe gerade, wir sind gerade 70 Zuschauer. Kurz geht raus an alle, die gerade dabei sind. Kann man die Paletten platzieren? Ja, das ist auch hier so ein Ding. Genau wie die Fässer, die eigentlich als Deko-Element absolut geil wären, kann man leider auch nicht, okay, kann man leider auch nicht die Paletten hier, die man produziert, leider auch nicht platzieren. Es wäre ein so geiles Deko-Element. Ich kann nochmal Brian nachfragen, ob er es vielleicht als Deko-Element reinbringen könnte. Aber an sich finde ich, das wäre schon ein geiles Deko-Element. Dann kann man zum Beispiel hier, das wäre dann so 4 Blöcke breit, so wie das hier ungefähr, das wäre so eine ganze Palette. Und dann kann man so Blöcke drauf stapeln. Das finde ich auch sehr richtig cool aus. Einfach mal so als kleines, Deko-Element so. Weil, warum nicht? Wir haben ja, wir haben immer Deko, ist immer gut so. Und das wäre auch so geil für das Industrie-Update, so ein bisschen Industrie-Deko, versteht ihr? Würde ich fühlen. Würde ich fühlen. So. Wie kriegt man die Statue? Die Statue kriegst du nur von DV Plays, der hat ungefähr 10.000 bekommen von den Devs. Und ich war, glaube ich, einer der ersten, die die bekommen hat, so offiziell so gesehen. Das heißt, haha, ich bin stolz auf mich. So. Wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall in den Stream noch ein bisschen ausbauen. Ihr seht schon, meine Kapazitäten füllen sich schon wieder rasant schnell. Und es sind nur 2 von denen. Das heißt, einmal die dafür, die 3-mal so schnell produziert und einmal die hier, die normale halt. Deswegen, ihr merkt schon, ich habe echt Überschuss. Deswegen ist es einfach unglaublich, wie viel Überschuss man hier bekommt. Ich habe wirklich, ich brauche unbedingt so schnell wie möglich noch mehr von den Maschinen da hinten. Auch so teuer die sind. Weil, ihr merkt es, also, wenn ihr in diese Inseln investieren wollt, kauft euch wirklich nur eine davon. Ihr braucht nicht so viele kaufen, wie ich es tue. Ich habe da eine stehen. Die hier stehen, eine ist weggepackt. Kein Plan, wo die hingegangen ist. Vielleicht seht ihr auch irgendwann mal. Und deswegen, es lohnt sich eigentlich gar nicht so viel zu kaufen. Außer man ist Pharaos und ist Geisteswahnsinn und kauft ganz viele Maschinen, hat Überschuss und Öl. Aber das ist was anderes. So, mal kurz hier gucken. Man merkt auch allgemein, wie langsam die brauchen, halt, um leer zu werden. Das ist halt schon extrem. So, wie viel haben wir hier an sich schon? Boah, das ist schon viel. Das ist schon viel Öl. Das ist schon viel Öl. Das können wir mal später dann verkaufen. Das können wir mal später verkaufen. Mal kurz gucken, ob die, hier die Kisten frei sind für neue Spenden. Mal kurz hier leer machen. Und dann im Fall der Fälle könnt ihr mir wieder hier was spenden. Ich könnte eigentlich vor den Mega-Donation-Raum machen, wo ich hier so fast gefühlt die wertvollsten Items oder die meisten Items, die man so kennt, so reinpacken könnte. Und dann würden die gefiltert werden. So. Und unter anderem, das kann ich jetzt auch nicht machen. Natürlich nur bei krassen Items, ist ja klar, weil sonst ist das ein bisschen kacke so. Und ich müsste immer hin und her rennen, weil das ist da hinten. Nämlich, da seitdem ja die Schilder jetzt gefixt worden sind, nach, ich weiß nicht wie vielen Updates, verkackt. Kann ich jetzt eigentlich die Ehrenmannwand in Islands wieder weiter fortführen. Das kennen vielleicht nur die meisten Oldschooler von euch so ein bisschen. Die OGs, die schon seit Anfang dabei sind. Denn Island-Streams, die wissen, ich habe ja da diese kleine Wand da. Und das war die Ehrenmannwand, wenn mir damals am Anfang welche Leute das krass gespendet haben. Und wenn wir jetzt noch kurz hier mal in eine tropische Insel gehen, dann sehen wir hier im Keller davon oder in der Höhle. Hier ist die, hier ist wie gesagt die neue Ehrenmannwand, die große. Deswegen, wie gesagt, wenn ich mal irgendwann was sehe, dass einer irgendwas ganz, ganz Heftiges spendet, dann werdet ihr auf jeden Fall hier dann zu sehen sein. Was kostet der Sortierer an Items? Das mal kurz zeigen. Wie gesagt, ist ja das Update, kam gestern raus, deswegen mache ich das Update wieder am Montag dann dazu, kommt dann raus. Wo ist die Maschine? Ich muss kurz gucken, hier. Also ich meine, die wäre nicht teuer gewesen. Das ist der Mercher, den eigentlich voll Schmutz, aber okay. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Maschine? Ist der eigentlich hier drin sortiert irgendwie? Kann das sein? Weil ich meine, die war grün. Ja, ist anscheinend nicht drin, okay. Ja, man sieht hier auf jeden Fall Crystallite Iron braucht die, da habe ich noch genug von. Steel Rods wird ein bisschen sehr teuer, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ja noch da unten meine ganze Maschinerei stehen. Aber ihr braucht wirklich echt viel Steel Rods, wenn ihr noch mehr davon bauen wollt. Also das Einzige, was hier ein bisschen teuer ist, sind die Steel Rods meiner Meinung nach. Also aus meiner Perspektive. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Deswegen ja. Reicht ein Ruby-Stuff für die Ehrenmann-Tafel? Ja, wie ich das sehe, dann ja. Wenn ich das sehe, dann auf jeden Fall. Ich muss halt sehen, das kann ich halt nicht halt proven, so, ne? Versteht ihr von selbst, glaube ich. Was haben wir noch mal hier in den Kisten drin? Ist hier irgendwas noch drin, was ich irgendwie gestaut habe? Nee, okay. Okay, so. Ah ja, schon fast vergessen. Der Bunker, ist der Bunker leer? Hier ist auch noch eine, Ebene. Hoppa, Ehre. Eigentlich könnt ihr den Bunker dafür machen, ne? Ausnutzen dafür.
Eigentlich kann ich einen Bunker für ausnutzen. Okay, haben wir noch kurz hier das Red Bronze holen. Und ja, wie gesagt, ihr braucht auf jeden Fall für dieses Update, wie gesagt, so eine Maschinerei hier. Also wenn ihr nicht so eine Maschinerei habt, dann es lohnt sich wirklich nicht. Es lohnt sich sonst wirklich nicht. Ihr müsst wirklich sonst... Er kommt ja an die Ressourcen ran. Er kommt sonst nicht an die Ressourcen ran. Ich habe ja auch hier zum Beispiel Ehre. Ganz viele Bowls schon gemacht. Und da unten. Ich habe ja. Hoppala. Kam ein Bäuchchen auf. Ich habe ja von den Bowls. Das ist ja geistkrank. Warte mal. 1690 davon. 1690. Das müsste ich mal geben. So viele. So viele für so wenig bisschen. Geistkrank. Okay. Und kann nochmal hier nochmal kurz reinpacken. Einmal kurz, wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen Geld machen wollt mit Red Bronx, könnt ihr verkaufen hier. Dann, ja, könnt ihr die loswerden auf jeden Fall. Und das zweite Fight, Petrol. Ich habe jetzt auch verstanden, wie das jetzt funktioniert eigentlich. Nämlich folgendermaßen, sagen wir mal, als Beispiel bei den Paletten. Es ist sehr uneffizient, muss man doch so sagen, weil um sowas aufzubauen, da muss man sich wirklich Gedanken machen, was man damit macht. Ich würde es dann halt, wie gesagt, in dem Falle bei Smeltern zum Beispiel reinpacken eher. Aber ich zeig mal kurz was, nämlich folgendes. Ich meine, die Maschine, genau, hier. Als Beispiel, ihr habt hier einen Pellet Packer. Nicht Pellet Packer. Hier, den Industrieofen. Den Industrie-Sawmill. Und ich sag mal, ihr habt jetzt tonnenweise, wirklich an tonnenweise, an Holzgrad. Und ihr wollt, dass das sauschnell verarbeitet wird zu, von Holz zu Woodplanks. Der wollte noch kurz einfach platzieren, kann man kurz geben. Warte. Jetzt voll genau. So. Alter, Chili-Choten, aber Mass. Aber was ich sagen wollte ist, wenn ihr dann diesen Crate Packer habt und ihr wollt bei diesem Crate Packer, wollt ihr dann Ehre, Couscous. Kommt noch was? Oder sonst würde ich hier auch weitermachen im Kontext. Ah, hoppala. Warte, mach ich kurz für dich. Aber komm her. Komm her, Volkinaut. Ach, der weiß gar nicht, dass ich hier gerade rede, ne? Oder ich weiß nicht. Volki. Input, Output Chest. Warte. So. Schnell nimm. Perfekt, hat er. So. Was ich sagen wollte ist, wenn ihr ja schnell, wie gesagt, Holz machen wollt, einfach dieses Patrolled Gedönsbums reinpacken, hat die gleiche Rate wie Holz, also von der Verbrenndichte, aber dafür, wie gesagt, verarbeitet schneller. Und das ist der Punkt dahinter. Verarbeitet einfach schneller und so funktioniert das System dahinter halt, ne? So. Das perfekte Patrol ist doch am besten für Steam Mill, weil die so ewig lange brauchen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist auch eine gute Idee. Die für die Steam Mill zu benutzen. Nur das ist ja die Frage, wie machst du das? Wie willst du so einen Haufen an Steamits unter Kontrolle halten? Das ist, glaube ich, es ist schwer. Ich glaube, es ist schwer, sowas zu machen. Ja, wie gesagt, Petstorm, Simulator King, wenn du es schaffst, natürlich gerne. Ich kaufe, wie gesagt, alle gerne ab für den Preis da. Der Preis ist, wie gesagt, fair genug und deswegen fürs Verkaufen. Deswegen, wenn ihr dich habt und ihr wollt die loswerden und mich dazu noch unterstützen. Ach, guck mal hier. Sieh an. Und kurz noch ein bisschen Geld da reinbrettern. So, eine Miller, das müsste reichen. Dann nehme ich mal kurz einmal raus. Ja, okay. Mach halt voll noch weiter. Ja, wie gesagt, das so lohnt sich ja die Sache. Kannst du dorthin kommen, wo man spenden kann? Will dir ein Rubistoff spenden? Kann ich gut machen. Ich frage, im Bunker oder wo? Welcher Ebene ist die Frage? Ah, okay. Dann kommen wir kurz. Frage, wie man das. Okay, aber hier rein. Oh je. Also einmal kurz alle rausgehen aus dem Bunker, dass sie dann droppen kann. Hat sie gedroppt? Ich weiß gar nicht. Ach so, er ist das. Ach so. Oh.
da durchgekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder war das da rausgehen? So, jetzt aber. Bruh, lost. Ja, das ist das Problem. Da muss man immer warten, halt, wenn man hier die Tür halt, ja, wenn da halt nicht, da dürfen nicht so viele im Weg stehen, ist das Problem halt, ne? Deswegen lohnt es sich eigentlich nicht halt, zu droppen, wenn hier so viele Leute gerade drin sind. Ich muss mal so private Räume erstellen eigentlich, dass man da irgendwie dann den Knopf drücken kann und dann easy. Ist bei euch auch so, dass wenn man Livestream schreibt, das Videobild schlecht ist? Nee. Nee, nee. Ich denke gerade nach. Können Leute... Warte, habe ich noch einen Nein-Button? Nein, ich weiß nicht, ob die können. Würde mal interessieren. LED. Und die Wire-Kacke, warte. Wires hier. Meine Frage wäre jetzt, könnt ihr diesen Knopf betätigen? So, irgendwas wird davon schon laufen. Mal gucken. Ah ja, wo ist das Strom, ich Idiot? Warte mal kurz. Anderer Fall, könnt ihr das Klicken hören? Weil wenn ihr nicht das Klicken hören könnt, könnt ihr auch nicht drücken. Nee, okay. Kein Klicken. Okay, dann geht's nicht. Dann können wir schon vergessen wieder. Hätte ja funktionieren können. Hätte ja funktionieren können. Und mal kurz die Ventilatoren machen. Oder auf Ventilatoro. Mal kurz warten, bis Ventilatoro an ist. So, Ventilatoro ist an. Klima wie die Klimaanlage. Sei klimafreundlich wie die Klimaanlage. Null. So, wie gesagt, wenn ihr noch spenden wollt, dann, müsst ihr irgendwie das gucken, dass ihr das hinkriegt, dass halt keiner da ist. Oder sonst müsst ihr gucken, wenn ich Inselbewerten mache, dass dann euch die, da die Sachen, dass ihr mir übergeben könnt. Das ist das Problem. So. Einmal kurz hier den Kram leer machen. So. Und wir haben 200. Ist die Frage. Mal gucken, warte mal kurz. Was kosten mal die Sachen alles? Mal kurz gucken. Factory. Kann ich mir bauen? Okay, mal kurz. Ich mache mal eine Umfrage. Was soll ich craften? Fragezeichen. Fehler. Okay. Also, was soll ich davon machen? Soll ich nochmal... Sollen wir sparen auf eine neue Vending? Oder sollen wir auf, noch mehr Maschinen bauen hiervon? Von den Ölfiller, wie die heißen. Oder Barrelfiller. Wo sind sie? Hier. Sollen wir Barrelfiller machen oder sollen wir auf die neue Vending sparen? Votet mal ab. Ah, ich finde das gut. Finde ich schon ganz geil. Was? Noch mehr Ölbarrels machen, sagen die meisten gerade. Okay. Wie gesagt, wartet mal ab, was ich machen soll. Vending oder Oil Barrels, also diese Teile da machen, diese, die Oil Barrels machen. In der Zeit gehen wir auf die Insel wieder zurück und machen da kurz weiter. Mal kurz diesen Haufen von Glas hier abbauen. Der steht echt ein bisschen Weg langsam. Sei eigentlich dafür, wo ich damals hier einen Shop hatte, einen kurzen. Da fand ich es so lustig, dass die Leute sich alle um diesen Tisch gekloppt haben und dann wollte ich den Tisch einbauen. Und dann konnten sie durchs Glas gucken, war halt nicht so geil. Deswegen, ja, das dazu. So, einmal kurz hier abbauen. Jalla, unsere Abfahrt auf die andere Insel. So. Wir haben auf jeden Fall hier noch viel, viel, viel zu ausbauen. Also ich werde auf jeden Fall hier am Anfang die, das Lager bauen. Das heißt, ungefähr so reicht das vollkommen. Mehr macht man nicht, muss auch nicht übertreiben. Oh, ich sehe gerade die andere Maschine fertig, oder? Oder? Ist sie fertig? Oder ist da noch eine Pfütze drin? Dann könnte ich auch umsetzen. Ah, nee, da ist noch eine Pfütze drin.
Da ist noch eine Pfütze drin. Wie viel haben wir jetzt hier an diesem Petrol? Ja, kacke. Wie viel haben wir noch in der Petrol, würde mich interessieren. Weil, wie gesagt, ich werde das noch richtig ausbauen da hinten. Um dann eventuell auch eine Röhrerei zu verlegen für eine Autobaumfarm. So, wie viel ist da drin? Oh, schon voll fast. Eiler. Lass mal hier alles rausholen. Noch mehr Ölbarrel-Filler machen, sagen die meisten. Okay. Okay. Wie funktioniert Insel bewerten? Wie gesagt, ich werde dann einfach... ihr müsst auf dem Discord das reinschreiben. Und dann werde ich Insel bewerten. Ganz einfach. Und Mitglieder haben natürlich Vorrang, weil sie sind Mitglieder. Das heißt, wenn man unbedingt Mitglied sein will, muss man nicht, ne? Ist alles freiwillig. Dann hat man auf jeden Fall die Chance, dass man weiter vorankommt. Also Ehre. Als erstes halt rankommt an die Sache da. Deswegen, ja. So. Okay, das sind wir hier drin. Perfekt. So. Dann gehen wir zurück hier zu unserer Basis. Ich würde auf jeden Fall gerne mit so bei den Maschinen auf jeden Fall so gekachelte Warnhinweise so machen. Das, glaube ich, sieht ja richtig cool aus. Das heißt, wir bauen mal ein bisschen weiter hier. So. Stone. Und Slabs. So. So. Ich sehe, was? Ich gehe gerade einen neuen Ruby Star holen, wählen ihr dir nachher spenden. Ja, wie gesagt, am besten dann nachher spenden. Nicht, dass so viele Leute dann den wieder abziehen. Weil es halt ein bisschen kacke halt, ne? Muss man immer drauf aufpassen. Oh nein, verkehrte Blöcke. Oh je. So. Kann ich dir einen gelben Frosch geben? Ja, kann man später gleich machen. Ich meine, ich hätte nur so einen gelben Frosch mal gekauft. Ah, gekauft! Wunderfallen. Ich muss kurz auch die Schatten ausmachen, ne? Sonst das leckt zu hart immer bei dem Game langsam. Schon besser. Sieht halt echt mega weird aus an ein paar Stellen, aber das hilft meine Performance a lot. Das war noch neun, was anders, warte. Spawner, warte. Spawner. So. Wo mit dem Spawner und dann geht's auch wieder da nach hinten hin. Im Fall der Fälle fall ich nicht an Down schnell wieder runter. So. Perfekt. Was kurz mal um Lamba? Diese Lamba-Pump. Ach, jetzt hab ich. Die Workbank nicht hier. Ach, ich dussel, Alter. Wir haben kurz noch gucken, was diese Pumpen nochmal kosten. Weil dann könnte ich eigentlich auch, wenn es halt unnötig ist, auch eine Pumpe wieder hinsetzen. Einfach Pumpen haben, aber nicht anschließen. Auch geil. So. Was würden die nochmal kosten, im Fall der Fälle? Ach, mal kurz so reinstöbern. Also ich finde nie das... Ah, da sind sie, okay. Nevermind. Ja, nee, komm. Nee. Das lassen wir. Die 20 können wir besser gebrauchen für noch mehr Ölbarrels Filler kaufen. Okay. Dann machen wir es halt so. Machen wir halt nochmal Ölbarrels, ne? Dann machen wir noch mehr Ölbarrels, wenn ihr meint. Dass es meint, dass es gut ist. Dann nehmen wir noch mehr Ölbarrels. Wo ist jetzt der Ölbarrelfilter? Genau, die wir haben. Ah, Mist, da kann ich nur einen von craften. Egal. Egal. Wir haben eine mehr. Eine mehr zum Verarbeiten. Barrelfiller. So. Dann gehen wir mal kurz zurück. Und bauen die jetzt hier dran, wo gerade das ganze Bomberei hier stattfindet. Das heißt, hier kommt nachher noch einer hin. Das können wir jetzt schon machen. Das können wir jetzt schon machen, weil der ist da leer. Das sehe ich, der ist leer. Das heißt, den bauen wir ab. So. Und die Röhren können auch mit. So. Also es wäre sehr cool, wenn ihr am besten in die Raketen lassen sein könnt, weil die sind echt sehr nervig. Sonst muss ich eventuell die Leute rauskicken, dann können andere reinkommen. Mal kurz jetzt an der Seite hoch. Und dann nochmal hier einen neuen Öltank anbauen. Das ist der Output. Das heißt, müsste eigentlich von...
Leiter ist da. Oder hä? Hallo? Hallo, Leiter! Hey! Ich hatte es! Jetzt! Oh mein Gott! Schlimmer als eine Geburt. Schlimmer als eine Geburt, das zu machen. Einmal kurz hier schnell das Gras holen. So, einmal kurz das Gras holen, hier jetzt vor die bauen. Faust, hast du Möbel für mich bitte? Hab keine und mir fehlen Blueprints. Ja, sonst will jeder Möbel. Das ist das Problem. Sonst will jeder Möbel. Wieso hast du in deinem Haus eine Tür, wenn du immer durchs Fenster gehst? Ja, das ist eine gute Frage, warum ich das besitze und dann halt nur durchs Fenster gehe, weil das Fenster einfach schneller ist, so. Das hat, ist eine gute Frage, warum ich das eigentlich so überhaupt mache, aber okay. So. Also, das nochmal zu genauen, also das nochmal zu vergenauern. Ich nutze diese Tür nicht. Es ist nur ein Deko-Element da. So. Und einmal kurz hier. Dann machen wir jetzt hier den Weg zu den Öl-Fillern. Das heißt, ich mache immer so Stations, mache ich immer so. Dann weiß ganz genau, wo was ist. Ich hoffe mal irgendwann, dass immer Traktoren kommen ins Spiel. Das ist richtig funny irgendwie. Stell dir vor, Leute, wir können mit Traktoren und so farmen. Das wäre der neue Landschaftssimulator in Islands. Das ist schon richtig funny. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie machen wir das? Ich würde ja gerne die hier so anbauen. Das heißt, hier werden ja die ganze Öl... nur die Öl. Ich muss mal sagen. Ich erwähne nochmal. Nur die Öl... Abfüllung. Deswegen, ja. Faust, lieber Static Scepter oder Ruby Stuff? Ich glaube, meines in Frage. Dann würde ich glaube den Ruby Stuff nehmen. Weil der Static Scepter, den kann man nicht so nutzen, weil der einfach... Er ist cool, aber er nützt es halt nicht so, ne? So, mal gucken, haben wir Red, nicht Red. Black haben wir und haben wir auch Yellow. Wir haben Yellow. Spice Clay, okay, Spice Clay. So. Und dann kommen hier die Maschinen hin. Oh, warte. Und nochmal hier. So, dann machen wir hier auf jeden Fall Stone Bricks drauf, würde ich sagen. Das, glaube ich, passt sich ganz gut an. Hier sind sie. Nein! Oh, belastend. Darf ich in deinen Server? Ja, wenn du reinkommst, dann kannst du natürlich in meinen Server reinkommen. Das ist kein Problem, so. Wenn du reinkommen kannst, das schaffst. Wenn du es natürlich reinschaffst, dann ist das natürlich kein Problem. So, jetzt ist natürlich die Frage der Frage, Baumeister Faos, ob das hier wieder gerade ist oder nicht. Wir werden es gleich sehen. So, wir nehmen uns die Öl, den Barrel Filler, so, mal gucken. Also, die Maschine ist ja relativ breit eigentlich. Einmal kurz alle weggehen, einmal kurz hier, alle hier treffen, kurz, einmal kurz herkommen. Wann bekomme ich meine 85 Red Bronx wieder? Ja, was denn Future Space? Du hast doch alles schon bekommen. Ich habe so eine Maschine gegeben. Alle mal kurz hier hinkommen. Alle mal kurz hier hinkommen. So, dann machen wir am besten... Ja, machen wir am besten hier hin. Weil ich ja noch... Ehre, Weed Seeds. Weil ich ja noch die Kurve brauche. Oder zu die Kurve nehmen muss. So, dann mache ich einmal eine... Output-Chest. Obwohl, man könnte, wenn man smart wäre, alles auf einem Punkt sammeln. Dann machen wir so. Dann lassen wir das alles auf einem Punkt sammeln. Dann lassen wir alles auf einem Punkt sammeln. Und das wäre, glaube ich, smart, anstatt jetzt da alles dazu Mülle. So, wie sieht die aus hier? Die sind auch schön in Machenschaften. Ich könnte natürlich versuchen, das alles rüberfüllen zu lassen. Das heißt, ich mache ein ganz langes Teil nach da hinten hin. Und dann, wenn ich dann hier hinten bin... Ah ja, der Wolkenhaut. Einmal mal kurz. So. Dass ich dann hier, wie gesagt, dann einmal eine Area dann hier hin... Na, das wird sie eh überfüllen wieder.
Ich habe einfach viel zu viel Öl, Leute. Ich habe einfach viel zu viel Öl. Regie, was ist da los mit der Musik? Echt sehr komisch. So. Ja, Future Space, darüber können wir später noch einmal einen abgehobenen Talk nochmal drüber handeln. So. Jetzt mal kurz gucken. Ich kann schon mal auf jeden Fall hier eine Pipe dran ballern. So, einmal kurz eine Pipe dran ballern. Immer interessiert, geht das? Nee, das geht nicht, ne? Nee, okay, man kann nur Zickzack machen, aber sowas geht nicht. Das heißt, so, dann so, dann so. Nee, ich muss eher wieder Abstand halten, so. Obwohl, glaube ich, sehe es schöner aus, wenn die ein weiter vorne wäre. Ich glaube, es sieht schöner aus, wenn die ein weiter vorne wäre. Das machen wir einmal kurz ein weiter vorne. Jetzt, wo ist denn die Maschine hin? Barrel, da ist sie. Das heißt, wir müssen kurz gucken, einmal kurz planen. Hier kommt ein Rohr hin. Ah, Regie, danke. So. So, so. Bauen wir das ab, gehen von innen rum, dass wir nicht alles hier funzen. So. Und einmal kurz da weg, bitte. Einmal alle weg da. Sonst muss ich euch kicken. Wenn ich von der Plattform kurz hier verschwindet. Einmal von der gemarkten Plattform. Noch ein paar Sekunden, wenn er nicht abhaut, dann wird gekickt. Ach, geht doch. So. Maschine drauf. Und rein da. So, das heißt noch einmal kurz nochmal hier. Ich baue jetzt einfach ab, ist mir auch egal. So. Und dann machen wir kurz für die übergehende Zeit, solange das Öl verarbeitet wird, einmal eine Input-M-Output-Chest dran. Wie gesagt, nachher werde ich das noch ein bisschen umstrukturieren. Aber dass es jetzt erstmal ein bisschen abgefüllt wird. So war der Plan hier. Hab gutes abgeholt, versuche jetzt auf deine Insel zu kommen. Jojo. Mach nur. Was? Mach nur Barrel Filler. Fuel ist, bringt mehr Geld. Meinst du, dass halt Fuel halt mehr Geld bringt oder was? Oder was meinst du? Also verstehe ich das, dass Fuel. Ja, macht ja Sinn, weil es kostet mehr Aufwand. Aber ich sag mal so, ich mache ja zwei Ebenen, ne? Ich mache einmal eine Ebene, wo nur Fuel ist. Nur Öl. Und dann machen wir Fuel. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch hier irgendwo noch mal kurz in der Raffinerie ballern mit einem anderen Teilstück und dann, wie gesagt. Aber es ist ja nur da erstmal, um alles hier zu ein bisschen zu regeln hier, ne? So. Das ist alles nur ein bisschen zu regeln, dass es ein bisschen sich, dass wir keine Units hier verlieren, ne? Solange die Maschine arbeitet. So. Das heißt, wir können schon mal hier den Weg weiter ausbauen. Einmal kurz das tolle Gras holen. Grass. So. Und dann bauen wir hier weiter aus. So. Und dann holen wir Stone. Wie gesagt, nachher werde ich auch eventuell nochmal einkaufen gehen für tolle Preise mal wieder, aber dafür habe ich auch das Geld, ne? Um es verschwenderisch zu verwerfen. So. Maschine ist 3 breit, das heißt. Ist die Frage, passt da noch einer nebendran? Ach, warte mal kurz. Wenn ja hier schon eine dran ist, wie macht das denn mit den nächsten dann? Hab ja vollkommen vergessen. Wie nehme ich denn die nächsten dran? Da müssen wir doch nochmal ein bisschen umbauen. Vielleicht müssen wir da in die Richtung bauen. Und dann splittet das sich alles nachher. Aber das ist dann noch nicht. Ja, alles kacke ein bisschen gerade hier. Alles sehr ein bisschen kacke. Ja, da muss man nochmal gucken. In der Pfeilerfälle kann man immer noch umbauen. In der Pfeilerfälle kann man immer noch umbauen. So. Easy peasy. 187 Straßenbande. Kannst du mir 16.59 Uhr mir die Möbel geben? Ja, wie gesagt, ich gebe keine Items. Ich verschenke keine Items, sonst will jeder Items. Und das wird dann zur Qual. So. Ich muss gerade nachdenken. Also hier ist es so gemacht. Ich müsste ja rein logischerweise. Kann ich auch hier schon eine Kurve ziehen? Oh. Warte mal, wir wollen kurz testen.
Ich nehme mal kurz einen Splitter. So. Geht das, ist die Frage. Nein, geht nicht. Das heißt, rein logischerweise, wenn ich die Maschine baue, möchte ich das Pointermaßen machen. Hier welche hin? So. Das wäre der Anfang. Mal gucken, das geht, warte. Ah, ey. So. Die wieder abbauen, dann wiederum die dran setzen. Dann von hier aus. Oh Gottes Willen. Nee, da braucht er nochmal einen Abstand. Warte mal kurz. Oh Gott. Hallo, Inselect. Mal kurz weg da. Okay, nochmal anders. Also, drei Blöcke. Einmal kurz alle weg hier. Alle weg hier. Einmal eins. Jetzt steht der Semmern am Weg. In der Zeit hier weiter. So. So und so. Dann baue ich den ab. Bau verkehrt rum. Bau den hier dran. Der kommt auch hier dran. Dann habe ich... Weg da bitte. Ah, warte. Jetzt will... Ah, nee. Hä? Ach, warte, andersrum. Warte, warte. So, so, so. Den weg. Den verkehrt rum dran gesetzt. Oh, jetzt ist der Grasblock so noch weg. Dann den... Einmal kurz weg da bitte. So. Ach man, ich platze den anderen verkehrt rum. Oder irgendeiner immer im Weg steht. Ach komm. Wenn man reintreut, dann können dann lieber andere den Platz nehmen. Wo ist er denn? Ah, Display nehmen. Okay. Also mal folgendes, nochmal. So. Und dann. So. So. Dann hier. So. Ne, ach, schon wieder verkackt. Ach man, ich hasse diese Pipe-Sachen. Hallo, Pipe. So. Und dann die so. Weil dann kann ich auf jeden Fall von... Warte, warte, ich hab's gleich. Braucht ein bisschen. So. Dann kann ich mal hier nochmal welche zwei dran kleben, wenn das passt. Wird eh nicht passen, aber wir werden es sehen. Ungefähr so. So will ich das dann bauen, dass ich dann halt da ganz viel dran kleben kann. So ist ungefähr dann der Plan. Das auch kurz zum Erklären. Bisschen anstrengend gewesen, weil da jeder meint, im Weg zu stehen, aber dann kriegt die einfach. Dann haben andere das Glück, um noch reinzukommen. So. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viele, viele, viele Maschinen da auf jeden Fall von. So. Mal kurz hier lang. Okay, die ist immer noch am Arbeiten. Produziert noch schön saftig. Erzeugt hier. Davon habe ich eher das. Also da. Da kann ich sagen, baut nur eine Maschine davon, weil mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht wirklich nicht mehr davon. Das reicht vollkommen aus. Also wenn man noch mehr davon hat, dann weiß ich nicht, was der Sinn dahinter ist. Außer man will halt alles mit Patrol-Gedönsbums halt füllen. Aber das hinzuzufügen in die Maschinen ist auch schon wieder ein Qual. Müsste das ganze System hier umstricken. Habe ich auch keinen Bock drauf. So. Mal kurz gucken. Haben wir schon welche wieder was verkauft? Dann würde ich das kurz mitnehmen. Einer nur. Okay, lohnt sich ja gar nicht. Aber da ist auch noch Geld drin. Deswegen kann auch keiner was kriegen. So, jetzt aber könnt ihr was verkaufen. Das heißt, wenn ihr verkaufen wollt, am besten hier verkaufen. Es lohnt sich. So. Ist hier noch Geld drin eventuell? Nein. Ist hier noch Geld eventuell drin? Ja. Zack, 85.000. Nehme ich gerne an. So. Kannst du mal kurz zum Ölbaron gehen und gucken, wofür diese Urkunde ist? Die Urkunde ist dafür, dass du extra Islands kriegst. Die Urkunde ist dafür, dass du nochmal eine Ölplattform bekommst. Und dafür ist die Urkunde. Ich soll gerade nachdenken, was soll ich machen? Genau, gucken, wie viel nochmal brauchen für den nächsten Ölteil. Factory. Wir lohnen es mal. Wir brauchen für den nächsten. Ja, circa 100. Oder 190. 90. Circa 100 oder 90, sagen wir mal 90. Dann kommen wir knapp auf die Zahl hin. Oder 85 geht auch, ne? Das heißt, ja, das dazu. So.
Ah, hier schon 23 drin. Perfekt, Ehre. Wir gucken mal kurz, was die Maschine unten macht und was die Donation-Kisten machen. Und dann bauen wir weiter dran. Oh, hier ist voll. Alter. Einmal kurz alles rausholen. Ehre, Ehre. Wieder an jeden, der hier was gespendet hat. Wir können eigentlich jetzt durch dieses neue System eigentlich einen Spendenraum hier jetzt bauen, ne, Leute? Wenn nächstes Update nicht zu krass wird oder so, dann können wir mal einen Spendenraum bauen. Warte, bis die Ölsache da fertig ist, das dauert noch ein bisschen. So ein Spendenraum, wo ich dann jedes einzelne Item halt selber dann einsortieren lasse. Das können wir machen. Einen Spendenraum bauen. So. Ich muss mal kurz nachdenken. Wir müssen eigentlich die von hier leiten. Und wo ist die Mitte ungefähr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ungerade Zahl. Würde aber passen, weil wir brauchen eine ungerade Zahl. Aber müssen wir gucken, die Maschinen, die ziehen halt... Da muss man nochmal nachgucken, wie ich das mache. Also, da müssen wir noch sparen ein bisschen der Zeit. Können wir die anderen Sachen schon mal ein bisschen abreißen hier. Zum Beispiel die Ecke hier brauchen wir ja nicht mehr. Weil wir auf jeden Fall die, die Baumfarm, die wir hier auf jeden Fall, haben. So, die Insel natürlich, die hier ist, die muss natürlich ein bisschen bleiben davon noch, weil da dann die Originalpumpe sitzt. Das gleiche Spektakel wie da, das ist auch eine zweite Insel, die originell oder vom Spiel dann so gesehen kommen. Deswegen, ja. So. Obwohl, das kommt. Da hat ein bisschen Fetzen hier an Sprit, können wir auch jetzt mitnehmen. Das wird jetzt auch jetzt kein Jucken, großartig. Ich will auf jeden Fall auf der Industrieinsel halt alles machen mit Baumfarm und Fruitfarm und hast du nicht gesehen. Deswegen, das ist auf jeden Fall mein Plan für die Industrieinsel. Können wir auch auf der Insel, wo alle Plots sind, können wir dort die Plots weiterbauen. Wäre cool. Nächste Woche, genau. Nächste Woche und wie gesagt, wir wechseln immer ab. Wir wechseln immer ab. Ich muss kurz nachdenken, was wollte ich jetzt wieder? Ich wollte... Was wollte denn der Faust denn? Ah, genau. Das letzte Barrel da anbauen. Mal kurz hier zurücklatschen. Das heißt, mal kurz drehen. Und wir müssten aber noch verkaufen gehen, gleich ein bisschen Glas kaufen. Aber ich glaube, ich habe auch kein Stil genug dafür. Mal gleich gucken. Das heißt nochmal Petrol, genau. Petrol, da ist es. Und das ist Output. Das heißt, müsste dann die Leiter. Wo ist die Leiter? Hier hin. So. Das heißt. Oh, Hilfe! Bin gefangen! Oh je. Oh je, ich komme nicht mal raus. Wie komme ich hier raus? Ah, so, okay, ich raus. Okay. Jetzt müsste hier Output stehen. Genau. Hier steht Output. Das heißt, so. Obwohl, mal kurz, wenn wir diese, wie heißt denn mal, wie heißt man diese Maschine? Oh, Refinerie heißt, glaube ich, ne? Ref, genau, die Refinerie. Wie groß ist denn die Refinerie? Die ist auch, glaube ich, ungefähr 3 Blöcke. Das heißt, die switchen wir. Das heißt, wo ist der Output? Da müssen wir kurz gucken, warte. So. Mal kurz alle weg. Alle mal kurz die Jäger auf der Insel hier versammeln, dann wäre nice. Da ist der Input. Da wäre der Output. Also einer nach hinten. Dann kann der sich drehen und der kann durch. Perfekt. So. Und jetzt muss noch Castock, wie man es ausspricht, noch kurz weggehen. Vielleicht einmal kurz bitte die Pipe dran setzen kann. Wäre ganz geil. Ah, jetzt ist das natürlich wieder hingehauen. Ah, schon mal, ich muss da. So, das geht. So kann man am besten da rumkommen um die Ecke. Genau, perfekt.
Da sammelt sich schon ein, jetzt kann das hier weiter sich auch nochmal ausbreiten. Das heißt, wir setzen mal kurz da drunter noch ein paar Blöcke. Einmal ein Co-Totem. Und ein Con. Da können wir ein ganz normales Con, also Standard-Con-Wellbild reinballern. Das braucht ja nicht unbedingt viel. Das heißt, mal kurz weg da. So, jetzt aber. Standard-Con-Wellbild, das passt. So muss das sein. Musik gerade ein bisschen laut gerade. Kann mal kurz das machen. Wo ist es hier? So. Bisschen die Musik mal kurz unterdrücken. So, wie gesagt, dann haben wir jetzt hier. Fließt alles rein. Füllt dann schön weiter nach hier hinten. Und dann müssen wir aus den Gründen dann hier nochmal was drehen. Gib kurz Bild, will dir was geben. Ja, mal kurz ein bisschen Fläche, dann kannst du sie draufballern. So, wo ist er? Der liebe Wolkinaut. Ehrenmann. Oh, Ehre. 6 Tanks. Nice. Ehrenmann, Kuss geht raus. Ist er nicht schon an der Wand bei solchen Aktionen? Mal kurz gucken. Ach, ich vergaß, hier ist ja immer noch der Spawner. Wir gucken mal kurz nach, ob er schon an der Wand steht oder nicht, weil sonst würde ich das schnell auf die Ehrenmann-Wand 2.0 setzen. Weil dann werde ich die auch irgendwann bald abändern, damit die alles rüber sacken. Ich meine, der wäre schon drauf gewesen, der ist ja auch ein Oldschooler. Nein. Ah, da. Wolkinaut, da ist er ja. Da seht ihr es. Da ist er schon an der Ehrenmann-Wand. Kann ich Pumpjack spenden? Will spenden, bin dort, wo man spenden kann. Und die, was? Und die Eisentüren sind. Okay, du meinst, wo die Eisentüren sind. Da können wir kurz mal kurz reinjumpen. Okay, so. Also, Cast auf jeden Fall spendet hier. Hä? War das gerade was anderes? Okay, ja, komisch. Aber natürlich jetzt hier spenden macht keinen Sinn, weil einfach die Bude rattendicht ist. Das heißt, die lassen wir offen. Und hier ist auch noch alles leer. Ja, perfekt. So, da ist auch noch alles leer. Perfekt. Dann können wir kurz mal hier gucken. Wie fahren wir hier? 23. Red. Packen wir eins rein. Muss mal kurz gucken, wie ich noch brauche. Wolken. Kann ich gerne gucken. Einen Moment. Da muss ich einmal kurz schnell gucken, wie viel ich von denen noch brauche. Obwohl, das ist eh schon die dritte Reihe. Dann brauche ich gar nicht so viele mehr. Das ist eh schon die dritte Reihe. Das heißt, ich mache hier einmal. Warte, ich mache hier mal kurz hier dran. Petrol. Und das ist der. Was war das jetzt gerade? Meine wäre der Output. Das heißt, muss hier der Input hin. Das heißt, einmal kurz weg da bitte. Alle weg da. Input. Ah, genau, verkehrt rum. Obwohl, nee. Ist da der Input. Das ist ja. Ich glaube, hier der Output. Da ist Input, genau. Dann ist das Output und dann. Mal kurz. Ja, abgekratzt. Also, so funktioniert. Da kann man auf jeden Fall nicht gerade hoch. Oh Mann, warte nochmal. So. Hier hoch. Mal kurz weg da alle. So. Das heißt, hier muss die Pipe dran gebaut werden. Ach Mann. Ey, die spawnen ein. Das ist so. Mann, ey, das Server leckt so hart, ne? Man kann hier nicht bauen. Ich liebe Islands. Das Spiel ist. Einfach ein Traum.
So, mal kurz hier rum. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. So, dann haben wir hier auch schon das aufgebaut. Perfekt. Ich würde so gerne die Tierfährwerkbahn kaufen, bauen, aber mir fehlt noch so viel Zeug. Ja, die ist halt sehr teuer, ne? Die ist halt echt teuer. Also mal ehrlich, wer hat überhaupt gedacht, dass immer Red Bronx noch ein Ding wird, so. Deswegen, ja. Rolaren will mir was schenken. Oh Leute, ist ja doch zu. Ehre, Alter. Und wir gucken, ob du noch in der Ehrenwand bist. Dann öffnen wir mal eine Trader Chest mal. Und? Was bekomme ich? Ui! Ein Pirate Chair. Ehre, Alter. Dann baller ich dich sofort an die Wand ran, wenn du noch nicht da bist. Ein Pirate Chair. Mythical haben wir gerade gezogen. So, einmal kurz gucken. Hallo, hallo. Ja, das hat OBS anscheinend abgekratzt. So, Stream läuft wieder. Perfekt. OBS, Baba Messi auf jeden Fall. Kurz geht raus. Hat aber jetzt hier seine Verbindung gefunden. So, Rolaren. Ist er noch nicht hier drauf? Nee. Ist wirklich noch hier drauf. Okay, dann packen wir an die neue Ehrenmannwand. Denn da kommen auch die ganzen alten noch hin. Das heißt, packen wir ihn an die Ehrenmannwand für diese Aktion. Einmal kurz rüberhüpfen. Zack. So. Sign. Habe ich noch ein Sign? Perfekt. Wie genau wird er geschrieben? Ich brauche ja den Tag-Namen. Nicht den Tag-Namen, den Roh mit einem O. Laren LP. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Roh-Laren-LP. Geht das? Hat funktioniert. Wird auch über... Ist das richtig geschrieben? Roh-Laren LP. Perfekt. Das heißt, du bist jetzt an der neuen Ehrenmann-Wand dran. Herzlichen Glückwunsch. So. So, dann, da. Ich habe mal das Schiff gezogen. Oh, das habe ich auch schon mal gezogen. Das ist richtig cool, das Schiff. Bisschen, naja, schwer, um das zu machen. Also, um das da, um da schlafen zu können, sag mal zu. Aber an sich, das ist richtig cool. So. Was kann ich mit so viel Treibstoff machen? Eigentlich wäre es smart, nochmal einen extra Connector zu bauen, um den zu trennen von der Bahn. Um dann die eine Maschine aufzustellen und danach da sofort dahinter, oder daneben würde ich sagen eher, oder vielleicht gegenüber hier die Baumfarm zu bauen. Ich muss mal gucken, wegen der Insel, der da ist, das Problem. Das ist ja noch eine Insel, ne? Moin, moin, Owner Fabio. Willkommen im Stream. Faust, wie bekommt man die Divi-Trophy? Nur von Divi. Ich war der allererste, der es sogar bekommen hat. Ich gehe in die Geschichtsbücher ein, denn die habe ich von den Admins bekommen. Von den Admins. Wo die auf einer Insel waren, natürlich, ne? So. Dann machen wir mal hier die Sache fertig. Und gleich in 30 Minuten geht's dann los zum Inselbewerten. Ehre. Dann geht's los zum Inselbewerten. So, einmal Black. Und dann einmal Yellow. Und dann einmal bauen. Ich glaube, da meine geht noch einer weiter so, ne? Das heißt ungefähr hier. Und hier wächst das dann wieder. Also das heißt mal... Den.
So. Das heißt, wir machen hier das Gras wieder hin. Eigentlich wäre es optimal, wenn ich da die Insel eigentlich abbauen würde, die da ein bisschen im Weg steht. Aber ich bin noch fraglich, ob die noch da, dann, da haben will. Geh mal wieder zu der Spendenkiste. Dann, glaube ich, weiß ich, welche meint, welche sie meint. Oder er, sie, es. Genau. Alter, ganz schön viel Zeugs drin, Hammer. Ganz schön viel Zeugs drin. Hier ist noch ein bisschen was Zeugs, dann kann man kurz entleeren. Na, hallo, entleer dich. Danke. So, perfekt. So. Perfecto solo conciotto. So, einmal kurz jetzt hier nachdenken, wie baue ich das weiter? Ich habe noch 4 von den Teilen, wie gesagt, die werden es, glaube ich, eher schlecht verbauen können. Weil hier eh schon endlich Ende ist. Hier ist schon wieder voll. Eigentlich wäre es ja smart, die hier rauszuziehen, die Sachen, anstatt die ja halt sofort von dem Öl zum Konverten zu lassen. Aber ich glaube, macht das einen Unterschied? Ich weiß gar nicht, Leute. Macht das einen Unterschied? Würde mich interessieren. Wie ist der Code? Einfach Autogruppe beitreten. Da ist der Code, da kommt der Ease dann rein. Gibt es auch eine Ehrenfrau-Wand? Hab ich da nur Ehrenmänner stehen? Also wenn da jetzt nur Ehrenmänner stehen, dann natürlich Ehrenmänner und Ehrenfrauen, ne? Ich weiß jetzt... Ah, kacke. Wieder runterfallen. Halt so, jetzt kein Bock mehr. So. Steht da wirklich Ehrenmannwand und nicht Ehrenfrau, Ehrenmannwand oder Ehrenwand? Also wirklich Ehrenmannwand. Okay, lol, muss man das zu Ehrenwand umändern. Dann haben alle die gleiche Berechtigung. Lol. Ja, wie gesagt, mach ich später noch. Mach ich später noch. So. Mal kurz den Spawn hinsetzen. So, jetzt mal kurz gucken. Wow. Fast reingetreten. Stone Bricks. Bin mal gespannt, wann das Falling Festival jetzt dann wieder kommen soll. Weil dann werde ich mir auf jeden Fall noch die, die versuchen, die goldenen Sachen zu kriegen. Ja, einen Moment, Wolken out. Einmal kurz die... Ah, Fläche bauen. Einmal kurz die Fläche ein bisschen bauen. Und dann, so. Volkinaut, wo ist er denn? Was hat denn der liebe Volkinaut denn auf Lager so? Mal gucken. Glas, Ehre. Kann man gut brauchen. Das heißt, man muss mich nicht die Insel verlassen und dann fliegt alle weg. Das ist natürlich auch kacke, ne? Bisschen viel Glas, muss man sagen, ne? Bisschen sehr viel Glas. Mal kurz das ganze Glas hier abholen. Und dann geht's gleich weiter. Oh, und Stahl. Na gut, Stahl nehme ich immer gerne an. Das brauchen wir momentan ja ganz viel davon. Deswegen nehme ich das immer gerne an. Stahl kann man immer gut gebrauchen. Für Aktionen, für Maschinen. Perfekt. Ehre, Ehre, Wolkenhaut, Kuss geht raus. So. Mal kurz gucken. War die Ebene hier aufgehört? Ja, war, hat sie. Dann machen wir erstmal die Pet-Troll. Einmal weg hier. Die Maschine aufbauen kann. Aber kurz, muss man hier einmal die Pipe-Junction dran bauen. So, einmal kurz alle weg, wie gesagt. Ich muss hier kurz bauen. Aber wenn das Bausystem von Betros reinkommen würde, das ist ja so geil. Aber die unten dann sagen, ja, und ab, Alter. Wir bauen.
Na komm, jetzt mach. Oh Gott. Nochmal. So. Perfekt. Muss kurz gucken. Also auf jeden Fall eine Pipe Junction. Um das kurz mal zu splitten. Das heißt, nur kurz nachdenken. Wo packen wir die Maschine hin? Die will ich ja ungefähr hier hinbauen irgendwo. Das heißt, der müsste ja eigentlich, dass es noch cool aussieht, hier stehen. Das heißt, ich kann da einen Knick reinmachen. Und dann wird es auch passen. Aber jetzt, wie gesagt, alle kurz hinkommen. Einmal kurz alle hinkommen, dann kann ich das wegmachen. Wie kommt man an die Ehrenmannwand, wenn man mir was krasses spendet zum Beispiel? So, jetzt kann man kurz eine Maschine aufstellen. Oh. So. Und dann kommt hier dann das weitere Rohr dran für irgendwelche x-beliebigen Stoffe, die man hier craften will. So. Dann noch kurz mal schnell eine Input-Output-Chest rein. Ich glaube, es wäre so smart, das alles auf eine Ebene mit dem neuen Filter. Ach komm, ey, dieses Bausystem manchmal. Mit dem neuen Filter hier eigentlich zu verbessern. Ich glaube, das ist auch geil. So, unter die Insel. Den Filter, also alles dann auf eine Ebene raufknallen lassen und mit dem Filter alles dann sortieren lassen. Ich glaube, das ist smart. Das ist richtig smart. Alpha aus, wo gibt es die Trophies auf dem Bild? Die gibt es nur von DV. Und ich war einer der ersten Personen, die ja diese Trophy in der Hand hatte. World of Flex an der Stelle. Step. Slap. Nicht Step, Slap. Now can Slap? Achso, Slap mit B, nicht Slap. Sondern Slab. So, mal kurz wieder alle weg da. Also, wenn ihr hier rumsteht, am besten stellt euch hier auf den Weg hin, weil hier werde ich nichts bauen in der ersten Zeit. Zack. Mal aus den Augen, aus dem Sinn. So. Das läuft eventuell. Warum? Ah, aber hier fehlt. Lol. Jetzt aber. Ja. Jetzt läuft es. Jetzt läuft die Maschine. Und eigentlich, weil ja so viel Öl produziert wird, müsste eigentlich auch sau viel von dem Petrol eigentlich produziert werden. Deswegen bin ich mal gespannt. Frag mich, wie in Divis Lobby kommen soll. Also ich komme da immer rein. Haben die das denn gefixt, dass man Schilder an den Wänden platzieren kann? Ja. Mit dem neuen Industrie-Update geht das jetzt endlich. Seit dem Industrie-Update geht das jetzt endlich. Finde ich auf jeden Fall richtig chillig wieder. Sollen wir kurz mal hier dran bauen. So. Dann gehen wir kurz mal zurück zur Insel. Und, und dann gucke ich mal hier bezüglich des Red Bronze, dass sie das angesammelt hat, weil eventuell nichts. Okay, perfekt. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr Red Bronze habt und wollt es loswerden oder mich unterstützen, dann macht es hiermit einfach mit dem Red Bronze Teil. Das haut schon hin. So. Einmal kurz hier hoch, hier drauf. Und dann einmal kurz hier weiterbauen. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die eine Petrol Refinery. Das reicht vollkommen aus für die Menge, was er produziert. Brauchen wir jetzt auch nicht genug, also nicht zu viel davon. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Rest eigentlich mit Barrels abfüllen. Und dann kommt auch wiederum dann der Teil, der dann alles wieder umwandelt. Das heißt, brauche ich eigentlich eine neue Maschine, ne? Ich geh mal kurz ein bisschen einkaufen. Komm, wir gehen ein bisschen einkaufen kurz. Wir gehen kurz ein bisschen einkaufen. Mal gucken, wo ich lande. Ah, guck mal. First try. First try. Wir müssen kurz ein bisschen warten, bis das funktioniert. So.
Oh, der weg. Oh, perfekt. Oh, der Lag ist groß. PC-Aua. Ganz groß, Aua. Kann ich Einstellung bitte? Schnell. Schnell. Hallo. Es gibt gar nichts auf dem Story hier. Oh. Mal kurz. So, Schatten aus. Man, das zieht eigentlich viel. So, auf jeden Fall hier die Sachen. Aha, aha, okay. Wo ist jetzt hier Red Bronx? Aua. Cell. Cell, ja, alles Cell hier, aber nichts bei wieder mal. Das sind immer die geilsten Shops, wo du halt nur kaufen kannst, aber halt nicht verkaufen kannst. Waffen. Aber ich will eine Maschine haben. Hallo, Maschine. Das sind Portale zum Kaufen und Verkaufen. Hier sieht so ein bisschen Maschinenecke aus, aber gibt's denn auch hier die Maschine? Ölrefinerie, Milk Industry. Nö. Vielleicht eine Ebene tiefer. Ja. Perfekter Shop auf jeden Fall, wenn die nur aus Sil besteht. Das nehme ich auch mal auf jeden Fall einen Shop immer. Komm, auf Hoffnung gehen wir da rein. Auf Hoffnung gehen wir da rein. Was müsste ich dir denn spenden, zum Beispiel, dass ich an die Ehrenmannwand komme? Als Beispiel wäre jetzt, wenn du mir eine von diesen Barrel-Filler mir geben würdest. Als Beispiel. Das wäre zum Beispiel auch schon ein Grund, wo ich sagen würde, Ehrenmann, dass ich das dann an die Wand setze, an die Ehrenwand. Deswegen ja. Bewertest du am Ende Inseln? 17:30 mache ich Inseln bewerten. 17:30 mache ich Insel bewerten. So. Nächster Lag, neues Glück. Deswegen, warten wir mal. Oh Mann. Aber wie gesagt, so ein Performance-Update würde ich mir noch am meisten wünschen. Echt, ohne Witz. Und jetzt, ich finde momentan echt genug Content noch zum Grinden. Dass jetzt nicht so schnell gehen, auch die ganzen Leute, die irgendwie duken oder whatever. Aber ich finde auf jeden Fall bis jetzt, ja. Wäre es geil, wenn ein Update kommen würde, das uns ermöglicht hier. Oh Gott, wie lange braucht das immer noch? Hallo, Spiel! Das uns ermöglicht halt mal ein bisschen Performance zu kriegen, weil wir sehen jetzt schon Ladezeiten. Nein, oh, und wir finden locker. Ich habe noch keine Schritte. Bin locker zurückteleportiert worden, weil die Insel gerade geschlossen hat. Deswegen absolut ungeil, aber. Was soll man machen? Hallo bei Gold, willkommen zum Stream. Ah. Echt. Noch mal was machen, sonst muss ich rejoinen. Ne. Ich glaube, ich muss rejoinen. Das hat sie mal wieder komplett aufgehangen. Ein geiles Game auf jeden Fall. Ich liebe es. Deswegen lieben wir doch alle Islands, ne? Wegen dem echt geilen, Spiel. So, jetzt habe ich, dass Roblox auch noch down ist. Das wäre noch wieder Bobber-mäßig. Erklärt, warum wir nicht auf den Server aufkommen können. Und ich glaube, Roblox ist wieder down. Das ist cool. Erklärt, warum ich nicht auf die Insel kann. Ich wollte mal kurz sagen, bitten, das sind das Stream heute, wenn die Server wieder down gehen. Die waren wieder vor dem Stream auch wieder down. Kurzfristig. Deswegen, ja, ich glaube, die sind down wieder. Lass noch kurz ein bisschen Roblox noch laden und wenn dann jetzt gleich nichts passiert, dann ist Roblox wieder down. Ihr könnt ja schon alle mal in den Chat reinschreiben, Hashtag Roblox down. Bei mir sieht es danach aus, dass Roblox down ist mal wieder. Ja, was soll man dazu sagen, ne? 9 Milliarden schweres Unternehmen kann sich keine Server leisten.
sehe gerade sogar einen Tweet. Der passt gerade haargenau da auf die Situation. Kennt ihr von SpongeBob, wo der in seinem Kopf ist und dann in seinem Gehirn da diese ganzen Mini-SpongeBob da so brennendes Chaos haben? So ungefähr sind da die Server von denen aus. Ah, echt. Echt zum Kotzen, ist echt zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Also das ist auch mitten in Streamzeiten auch babamäßig auf jeden Fall. Ihr könnt mal kurz in den Kommentaren reinschreiben, ob bei euch auch Roblox down ist. Geht wieder, sagt Future Space. Ja, Roblox ist down, perfekt. Ja, also ob Insel bewerten was wird, ist eine Frage. Ob Insel was wird, ist eine Frage. Ja, hier geht gerade gar nichts, ne? Hier geht echt gerade gar nichts. Ja, also Chaos Crafter, genau das meine ich. Das ist halt, wenn Roblox halt mal wieder down ist. Weil die einfach babamäßige Server haben. Gefühlt sind die Server wirklich auch user-generated Content, also echte Kacke. Also es ist auch momentan in letzter Zeit echt häufig passiert. Das ist grausam. Wir hätten eigentlich auf der Insel bleiben sollen. Wir hätten eigentlich auf der Insel bleiben sollen. Ja, ja. 5.04, Gateway timed out. The server didn't respond in time. Perfekt. Ach, ey, ich krieg's kotzen. Jetzt können wir nicht mal Roblox spielen, Mann. Aber muss auch sagen, der erste Stream auch, wo die Roblox-Server down gegangen sind, ne? Wenn ja einmal, da ist der Stromausfall mit mir gewesen, kurzfristig. Aber dann habe ich auch hier, dass Roblox down ist. So, jetzt aber langsam bildet sich die Seite wieder und kommt wieder auf. Bitte, ich will nur in Islands rein. Ich will nur in Islands rein. Das ist alles, was ich will. Bitte. Faust, ich brauche noch die DB-Trophy für meine Sammlung und man muss einfach mal ein Lagersystem für jedes Item im Game bauen. Ja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, das wäre auch schon insane. So, jetzt komm. Hoffentlich komm jetzt da rein. Ich hoffe mal. Ich versuch's. Mal gucken. Bitte. Mach kein Auge, Roblox. Lass mich rein. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich wollte nur ein bisschen Roblox spielen. Wie bekommt man ein Wirtschaftslevel? Ich meine, das wäre über das Verkaufen von Vendings. Ich meine, das wäre darüber. Was brauchst du? Was suchst du? Eigentlich wollte ich auf Red Copper, also Red Bronx Ingot gehen. Für noch mehr Fitting-Maschinen. Das wäre eigentlich gerade der Plan gewesen. Wäre der Server nicht umgegangen. Ja, wie gesagt. Roblox hat die besten Server EU-West. Beschweren kann man sich sehr. Ja, ich sehe jetzt schon wieder. Der Server ist unavailable. Das heißt, wir wagen uns erst gar nicht recht, auf irgendwelche anderen Inseln zu gehen, weil Roblox anscheinend wieder down ist. Das heißt, wir bleiben auf unserer Insel. Ob wir nachher noch Battle spielen können, ist fraglich. Aber wir versuchen natürlich gegen die Macht des Downs gegen anzutreten. Oh, so, jetzt baut sich wieder langsam auf. Ja. Also auf jeden Fall wieder mal die besten Server EU-West. So. Ladeten brauchten wir auch. Ah, so, sind geladen. Perfekt. So muss das sein. So gönne ich mir das mal. So. Wie gesagt, wir bleiben auf unserer Insel. War jetzt gerade zu gefährlich, um irgendwie von der Insel zu gehen. Ja, weil ihr seht ja, die Server sind 1A Spitzenklasse. So. Wirtschaftslevel bekommt man, wenn man Sachen auch bei den Händlern Sachen verkauft. Ja genau, das war ja auch, man muss auch bei den NPCs verkaufen. Also lohnt sich eigentlich, ich würde sagen, heutzutage lohnt sich so die Crates zu grinden ein bisschen, die Tree Crates und dann daraus dann das zu machen. Ja. So. Aber denkst du nach, wir haben so viel Öl, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Komm, egal. Scheiß drauf. Wir haben davon viel zu viel und das produziert auch viel zu viel. Deswegen, das lohnt sich gar nicht.
Wir machen es. Guck mal, wo wir in der Zeit das gebaut haben, das ganze Teil hat sich schon wieder aufgefüllt. So, ob ich jetzt da gewartet hätte, bis die Teile, das wir eigentlich leer gelutscht haben, oder bis die das Teil hier leer lutschen. Macht Unterschied so. Versteht ihr? Deswegen machen wir es lieber so. Das heißt, in der Zeit könnten wir eigentlich mal kurz hier rüber gehen. Über die Cannonballs. Um dann mal kurz die Pipe abzureißen, um die noch ein bisschen näher zu verlegen. Wo noch die restlichen Ressourcen aufgebraucht werden, um den anderen Kram zu machen. So, einmal kurz hier langlaufen. Zack, drüber geflogen. Wie ein Minecraft- oder Roblox-Battles-Profi. So. Wir gucken jetzt mal kurz. Da kommt's hin. Das heißt, wir müssen ungefähr ab hier cutten. Und bauen wir kurz die ganze Sache ab. So. Eigentlich könnte ich noch die restlichen Kokosnussbäume, die ich habe, vom King Kong Event und Godzilla, auf die Farminsel packen. Damit meine ich halt die ganzen Palmen, die da auf den Inseln, auch wenn das schön aussieht, aber halt, dass die da halt wegkommen und dann auf die Dings gehen, auf die Industrieinsel, um ein paar Kokosnüsse zu farmen. Ich weiß nicht, wie viel sind eigentlich Kokosnüsse wert, würde mich interessieren. Beim Verkaufen Crates. Ich weiß auf jeden Fall, obwohl, das sind ja Bäume, ne? Das sind ja keine Früchte. Na cool, bei Bäumen weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, was da das Höchste ist. Aber ich schätze mal Kokosnuss, weil das am seltensten eigentlich ist. So. Deswegen, ja. So, mal kurz hier abbauen. Zack, 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 zack. Brauchen den Splitter auch nicht mehr. Können wir einfach mal kurz eine schmackhafte Kurve bauen. Wenn der einmal kurz weggeht, dann kann man auch eine Kurve bauen. Gibt es noch ein Giveaway? Bei den Streams nicht. Ich habe es ja letztes Mal gemacht, weil es ja only einen Stream war, aber mit Bed Wars integriert eher weniger. Dann machen wir mal ein Drop Giveaway. Jedenfalls, ob es zu droppen gibt. So. Ich muss kurz gucken, wie verbinde ich das, ohne die ganze Leitung hier zu stören. Aber kurz. Da kommt's her. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall zu zweit eine Leitung. Ne, mal, hier kommt's her. Ich muss gerade nachdenken, wie baue ich das denn überhaupt eigentlich? Wir müssen uns noch kurz wissen, dass. Also, es ist ein bisschen kacke, weil halt hier Input und nochmal Output ist. Wenn da jetzt zum Beispiel so ein, nochmal eine neue Version geben würde von, wo zwei Outputs oder Inputs sind, dann wäre es natürlich wesentlich einfacher. Oh, wir haben jetzt hier was rein. So, das war die erste Maschine. Fließt Seite raus. Und dann, nee, macht ja keinen Sinn. Hä? Bekloppt. Bin blöd. Lost Faust hier unterwegs. Mach Spendenbox zu. Will spenden. Mach Spendenbox zu. Spendenbox? Was meinst du denn so damit? Spendenbox zumachen? Meinst du denn mit Spendenbox zu machen? Was soll ich denn dazu machen? So zu machen? Und so meinst du das zu machen? Mal gucken, was gibt es hier, wer schmackhaft ist von hier? Industry Ofen, okay. Gold. White Rabbit. Food Prozessor. War's das? Oder? Ich glaube, das war's. Ja, Ehre, Alter. Dann pack ich das mal an die Ehrenmannwand. Warte kurz, will ich das mal hier aufmachen können, die Tür. Weil der mit seiner fetten Hitbox da dran steht. Wie heißt es denn eigentlich? Das ist. Ah, genau wie Roblox. Okay. Perfekt. Dann jumpen wir mal kurz rüber. Wie gesagt, ich werde auch dann erst Insel bewerten machen, wenn ich ganz genau weiß, dass es da wieder flüssig laufen. Aber wir haben gerade gesehen, das hat ja absolut gar nicht funktioniert. So. Dann einmal kurz ein Sign rausholen. Ein Sign rausholen.
Kask-Dorsk. Kask-Dorsk. Richtig geschrieben? Richtig geschrieben. Perfekt. So. Steht in der Mitte. Was? Steht in der Mitte, Mitte. Was? Steht in der Mitte. Will auch spenden. Mein Gott, kann ich lesen. Geh ich wieder alles? Sag's Future Space. Guck mal kurz. Ehe. Ja, okay. Bis jetzt hält's noch. Bis jetzt. Ah, nur bis jetzt. Was wolltest du kaufen gerade? Red Bronx. Also eher gesagt für. Oder eher gesagt eine Fewberry wollte ich kaufen. Aber ich habe noch Red Bronx auch Ausschau gehalten. Und apropos die Fewberries. Ach ja, man, die sind da noch angebaut, ne? Die sind da hinten noch angebaut. Wie sieht's hier aus? Haben noch sau viel Öl drin. Ach komm. Hauen wir alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Hab ausgesorgt. Bin jetzt steinreich. Ui. Na komm. Der kleine Fitzen da. Mach zu. Mach fertig den Haufen. Perfekt, so. Das heißt, das kann ich abbauen. Abbauen, abbauen, abbauen. Und dann das auch alles hier abbauen. Perfekt. Das heißt, daraus machen wir nachher so eine kleine Übergangsinsel, um eine Brücke zu schaffen. Das heißt, ich hole jetzt die Teile raus. Barrel Filler. Und dann dachte die Gefahr aus, dass sie hier umbauen. So. Also, wo ist die Mitte? Circa hier. Obwohl, ich würde es noch ein bisschen größer ausbauen, eigentlich, eher gesagt. Ist halt die Frage, wie man das halt ausbaut. So, auf jeden Fall. Müssen gucken, aber wenn ich jetzt hier platziere, haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Maschine braucht 3 Platz, das heißt 1. Kann ich neben platzieren? Geht das eigentlich überhaupt? Würde funktionieren. Würde funktionieren. Das heißt, was man machen kann in dem Fall wäre. Wir lassen in der Mitte auf jeden Fall einen Platz für neue Leitungen. So, warte. Also so. Dann setzen wir. Lilly, einmal kurz weg da bitte. Sonst, wenn du nicht weggehst, muss ich kicken. Das heißt. Und hier ist Platz, okay. Das heißt, oh, haben sie weggeleckt. Das heißt, in dem Fall müssten wir jetzt erstmal hier eine Pipe bauen. Dann muss ich die Pipe nicht verkacken. So. Die geht hier lang. Dann gehen. Einmal kurz der Kampf da weg, bitte. Dass ich den nächsten hier in der Mitte platzieren kann. Obwohl. Hier, glaube ich, jetzt. Hier wäre man, glaube ich, mehr smart. Dann kommt. Dann geht hier einer rein. Der geht in den rein, in den letzten. Hier geht dann hier einer rein. Den lasse ich aber offen. Kann ich auch einen Knick einbauen? Geht das? Ich glaube, es geht gar nicht, ne? Ich kann auch gar nicht einen Knick reinbauen, oder? Nee, ich brauche ja einen Platz. Oh Gott, Leute, ihr merkt schon, wie kompliziert es an sich einfach nur ist. Kannst du nicht grüßen? Ich grüße den Alex F. Willkommen im Stream. Ich muss gerade einmal hier ein bisschen nachdenken. Mit alle, die hier gerade stehen, am besten hier hinstellen. Sonst muss ich euch kicken. Weil ich brauche gerade den Platz hier zum Bauen. Warte. So. So. Dann habe ich hier den Input aber. Oh, Islands. Okay, warte, nochmal nachdenken. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Hier geht ein. Ne, was hatten wir gerade? Hier geht einer hin. Output. Ich meine, dann ist hier. Oh, das ist alles so kacke, ein bisschen verbaut hier. Ich glaube, die müssen mal einen vor. Wir müssen nochmal einen vor.
Und wenn ich das hier gleich gemanagt habe, dann gehen wir Insel bewerten. Ich werde mal kurz hier hinkriegen. Boah. Weil das gerade so eine Qual ist hier. Also, nochmal. So. Und dann kann ich ja hier keine. Oder warte mal, ich hab einen Trick. Wenn der geht, einfach ausgetrickst das Spiel. So, warte, weg. So. Ah ja, das geht. Haha. Das geht. So, jetzt haben wir hier Output. Das heißt, die kann auch nach vorne ein weiter. Das heißt, die. Aha. Ah, dann mach ich noch die weg. So. Einmal kurz andersrum. Einfach Faust, der Baumeister hat das einfach das System ausgedribbelt. Und dann kann hier jetzt dann der Schlauch laufen. So, das läuft. So, oh mein Gott. Das ist jetzt eine Qual. Weil dann können die hier lang laufen. In der Zukunft. So, das gleiche nochmal hier. Das heißt abbauen. Der Knick geht jetzt nach oben. Geht das? Warum will er jetzt hier nicht? Andersrum. Und dann hier. So. Ah, jetzt habe ich hier die. So. Und. So. I guess. Ja, irgendwie so. Dann, ja, warte mal, wie mach ich denn in Mitte? Oh Mann, ist alles so kompliziert. Mal kurz hier gucken, dann gehe ich gleich auch in den Chat ein. Ich muss mal einmal kurz hier das hinkriegen. Dann mache ich hier nochmal eine Kurve. So. Und extra findet einen in der Mitte. Kommt nochmal hier so einer rein. Der geht dann hier rein. So. Kann gleich ein ganzes Tutorial werden hier gefühlt. So, der geht hier rein, aber der muss wieder auseinandergenommen werden, weil wir müssen ja wieder hier einen Umweg bauen. Das heißt eigentlich, das ist voll doof, aber okay. Das heißt, nochmal kurz die weg, weil ich muss natürlich... Oh, jetzt habe ich die... So, warte. So, und dann setze ich schon mal hier in davor, dass er mir nicht gleich kaputt geht wieder. Oh, es ist schwer zu sehen. So. So. Und so. Jetzt haben wir es, Leute. Das heißt, hier kann ich auch ganz entspannt, wenn das Spiel mich lässt. Muss die Röhre nochmal kurz weg. Hä? Wie baut jetzt hier? So. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch dieses Kunstwerk von Faust Technology an. Oh mein Gott, war das jetzt eine Qual. Ach du Kacke, das war jetzt so anstrengend. Guckt euch mal dieses Meisterbauwerk-Genie an. Wenn ich da irgendwann mal eine Pipe reinsetze, alles kaputt gemacht. So. Oh mein Gott, Leute. Oh, ich hoffe, das geht auch jetzt durch. Ja, es geht auch durch. Alter. Das war jetzt wirklich viel. So, lass mich kurz noch einen Boden bauen und dann gehen wir jetzt in Bewerten. Ihr könnt schon mal in der Zeit auf meinen Discord joinen und da in den Giveaway-Channel eure Islands-Codes reinschreiben. Das heißt, dann werden wir gleich wieder ein paar rauspicken. Und wie gesagt, auch die Kanalmitglieder wissen ja, was zu tun ist, ne? Deswegen, das kann ich mich nicht erklären. In der Zeit baue ich schon mal hier die Sache weiter aus. So. Boah, das war jetzt aber echt anstrengend. Und jetzt ist diese Insel da im Weg. Die gekaufte Insel ist im Weg. Aber eh egal. Dann nutze ich immer hier von denen da hinten und pack die weg.
Dann kommt die weg. Dieser E. Oh lol, die hat sich schon aufgelöst. Seht ihr? Die ist schon so alle. Ja, okay, ideal. Ideal, jetzt hat sie einfach schon, die ist einfach schon alle gelaufen. Weiß nicht, ob das jetzt daran lag, weil ich jetzt den Block abgebaut habe, ob die Maschine, aber die Insel ist jetzt so gesehen schon aufgelutscht. Perfekt. Optimal. Optimal. So. Boah, nein. So. Dann muss ich nur noch diesen Bambushaufen danach wegmachen. Aber perfekt. Dann haben wir auch hier keine Probleme mehr. Alles ideal zum Fahrausplan. Zack, und weg ist die Insel. So. Wie gesagt, ich lasse noch bis ungefähr 17:40 laufen. Und dann, wie gesagt, haben sie alle im Chat mal eingetragen. Und dann, ja, geht's dann ab. So. Input-Output Chest machen wir erstmal. Um für die Zeit, wo wir das hier produzieren lassen, erstmal so eine Kiste anballern da. So. Oh, echt. So. Faust, ich baue eine riesen Kohlekraftwerk für Feuerwerks. Oh je. In welchen Chat den Code? In den Gilray-Chat. In den Gilray-Chat. Da soll das alles rein. Bin pleite. Na, ich sag mal so, bei mir ist auch fast pleite. Oh, Alter, was ist das wirklich anstrengend. Oh Mann. Mal kurz gucken. Wie viel von den Zeugs da schon wieder gekommen ist. So, mal kurz machen. Hier nochmal. Eine Pipe Junction. Ich habe keine Pipe Junction mehr. Ah lol, auch alle aufgebaut. Auch alle aufgebraucht. Und dann will ich hier die konstante Insert nehmen. Also, das ist ja auch ein bisschen bekloppt noch, dass man hier nicht die Kurve nehmen kann, aber okay. Mal. Obwohl. Hallo. So. Oh, war der verkackt? Einen Moment. So, eine Minute Zeit zum Bewerben fürs Inselbewerten. Und dann geht's gleich los. So. Ja, dann machen wir hier einen Input-Output. Dann passt das schon. Irgendwie ungefähr. So, hier gleich 40 und dann geht's Inselbewerten. Lohnt es sich noch, Tiere zu züchten, wenn man Spaß dann hat. Aber so richtig, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. So, es ist 40. Wir gucken, ob die Server noch online sind oder ob sie auch wieder abgekratzt sind. Nicht, dass wir wieder einen 5 Jahre alten Ladescreen haben. Haben wir nicht, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt loslegen. So, dann... Oh, wir haben ganz viele drin auf jeden Fall, sehe ich gerade. Dann, wie gesagt, ich werde random welche aussuchen. Nicht alle welche machen. Aber ich werde random irgendwelche aussuchen. Das heißt, ich hoffe jetzt blind drüber mit meinen Augen. Und meine Maus landet. Bei, wo ist die eigentlich? Ah! Ha! Bei Kask. Ha. Ich kann auch nicht überspringen, tut mir leid. Kask. Kask. Ich nenne noch Dosk. Dosk. Ab nach Dosk. Ab nach Dosk. Ich sage jetzt Dosk. Außer du hast irgendeinen Spitznamen. Ich kriege ja viele Spitznamen. Zum Beispiel. Wer war das? Rotorn heißt ja nicht Rotorn, ich sag mal automatisch Rotron. Das ist ja zum Beispiel sein Spitzname. Oder, ja, es gibt noch ganz viele. So,
Aragorn setzt hier Inseln an. Deswegen, ja, wir gucken mal. So. Dann läuft es flüssiger. So. Also, wir sind auf ihrer Insel. Dann würde ich sagen, entweder ich gucke mir selber das an oder du gibst eine Tour. Das ist dir überlassen. Aber ich glaube, das kann man auch selber selbst regeln. Wir gucken mal. Also, auf jeden Fall hier oben eine Farm, die ganz schnell das ganze Zeug da droppt. Wie wir hier sehen. Ich gehe mal kurz hier runter. Wenn ich hier durchpassen würde. Danke. Ja, das ist schon eine. Ah, ja, eine riesige Weizenfarm, ne? Schon eine echt riesige Weizenfarm. Dann hier eine kleine Radish-Farm. Mit Pumpkin und den anderen Sachen. Oh Gott, was ist das denn hier denn? Ich glaube, das war nicht so gewollt. Aber auf jeden Fall eine riesige Karottenfarm auch noch dazu, ne? Dann hier ein Crate Packer dazu. Ich frage mich immer noch, was das Loch darstellen soll. Ob da die Crates reingestopft werden oder so. Mythen, die über Mythen. Dann ein paar Inseln hier von den Industriesachen. Und dann hier die Industrieecke. Eine Tierecke. Freilandliebe, ne? Auch gut für die Tierchen immer. Achso, das haben die Gönner geschrieben. Ah ja, ich vergesse einmal reinzugucken. Tut mir leid, Ramilo. Mach ich gleich, Ramilo. Ich vergesse manchmal immer reinzuschreiben. Und dann hier eine ganz große Baumfarm, wo ich jetzt nicht komplett abgehen werde, weil die einfach zu riesig ist sonst wieder. Und dann eigentlich noch was Cooles hier, das Häuselein. Ja, auch nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich schätze mal, das ist noch nicht so lange, sie ist noch nicht so lange mit Islands dabei, aber, ja, sieht cool aus auf jeden Fall. Coole Insel. Gefällt mir. Bin gespannt, was noch so in der Zukunft dann hin kommt. So. Willst du mir eventuell noch irgendwas spenden? Dorsk. Kann sein, dass die Leute was noch spenden wollen, weil ich als Privatinsel bin und so können es dann nicht weggenommen werden. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. I guess nichts. Okay. Dann laufen wir weiter. Und zack. Los geht's zur nächsten Insel. Zu Ramelino. Dem einen Mitglied. Wo ist Mr. Krabs, der Geld sucht? Den habe ich in die Hose gepackt. Den habe ich verstaut. Den habe ich in die Hose gesteckt. So. Also. Es hat sich nur die Industrieinsel geändert. In der Kiste sind Geschenke. Okidoki. Mal kurz wieder leise machen. Ui, eine King Trophy. Eine King Trophy. Echt, ich bin behindert. Eine Kong Trophy. 28 Crate Packer und 20 Red Bronze Ingot. Kuss geht raus. So. Industrieinsel. Dann zeig mal, wo die ist. Ah, genau um die Ecke. Okay. Lol. Ja. Auch smart, hier Palm zu verkaufen. Sieht sehr nice aus. Kokosnüsse anscheinend hier im Verarbeiten. Interessant. Öl auf volle Kanüle. Ja, eigentlich so das Standard-Setup, würde ich so sagen, ne? Ja, okay. Da bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Aber es sieht schon sehr gut auch. Sehr gut geplant hier aus. Hier ein bisschen speichern, feile Fälle. Und den Rest dann verwerten. Schon mal gut angefangen mit der Insel. Gefällt mir. Das gefällt mir. Marie, der Channel ist schon zu. Er ist schon zu wieder. So. Nächste. Dosh kommt weg. Und den nächsten suche ich mir aus. Und der nächste Gewinner ist... Meine Maus ist bei Level, das heißt... Oh nein, nicht auf die Insel. Die leckt immer so krass. Von Future Space. Gehen wir mal drauf. Er hat eigentlich eine ganz krasse Insel immer, weil da so viele Maschinen sind. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Ich erahne den Lag seines Uronkels. Also nichts Gutes. Ja, ich merke schon Leck wieder. So. Komm. Also ich frage mich immer noch, wie du hier noch vernünftig auch spielen kannst. Das ist doch eine Hölle. Das ist doch geistkrank, die Base.
Oh Gott, ich wollte gerade noch einen Sturm, aber hat nicht geschafft. Hoppala. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ab 50 FPS. Ach du Kacke. Hilfe. Oh. Perfekt. Jetzt ertrinke ich. Hallo. Ja, komm nicht raus. Nochmal neu. Also ich muss sagen, Future Space Insel ist halt, ja, gewöhnungsbedürftig und interessant. Aber wir gucken mal. Was hat er hier? Hier hat er auf jeden Fall Extractor, warum auch immer er hier Extractor hat, aber okay. Also das System verstehe ich jetzt nicht so ganz genau, was hier abgeht, aber... Na... Sieht ein bisschen durcheinander aus, Copy, würde ich sagen. Aber nur ein bisschen. Hm. Oh Mann. Oh Mann. Diese Base, ich sag's euch. Der hat den PC Höllenmaschine, ja, glaube ich auch. Nee, gar nicht irgendwie durcheinander hier. Nee, gar nicht. Also wie du hier den Überblick noch haben kannst, ist mir echt ein Wunder. Ah ja, komm, er farmt jeden Baum einzeln ab. Ja, smart Idee. Also ich will natürlich auch alles so mit Lager machen, hier mit Input-Output-Chips, aber ich würde es, glaube ich, dann lieber auf ein Extra-Lager machen, ein Main-Lager. Deswegen, aber sieht schon nice aus. Gefällt mir. Noch irgendwas zu zeigen? Sind fertig. Ah, ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, so mit den nächsten aus. Bis zur Zeit haben wir noch. Das heißt, wir suchen uns den nächsten Kandidaten aus. Und dieser nächste Kandidat wäre unser folgender... wer ist das? Ah, okay. Okay. Nezuko ist unser glücklicher Gewinner. Let's go. Nezuko. Was kann Nezuko bieten? Mal gucken. So, wir gucken mal. Also, darf ich in deinem Bunker meinen Namen stehen? Heiße HD Momo. Also, ich sag mal, du meinst auf die Ehrenmannwand, meinst du, ne? Das kann man machen. Was gibt... Oh, Ayla, Ruby Stuff? Warte. Ruby Stuff. 60 plus Wiki, jetzt kann gut gebrauchen. Blue Firefly Jar. Red Firefly Jar. Ganze Copper und wieder eine Kong Trophy. Ja, gerne, hör mal. Da fahre ich doch gerne an die Ehrenmannwand. HD Momo 33. Mal kurz aufschreiben. HD Momo 33. Merke ich mir. Ja, dann gucken wir mal kurz an der Insel an. Wie gesagt, das ist dann auf die Ehrenmannwand gepackt. Das sieht auch richtig cool aus. Ich finde, wie er es gebaut hat, das hier, das sieht sehr geil aus. Also ich finde, das ist nicht schlecht. Das sieht echt geil aus. Hat echt was. Sieht echt sehr fresh aus. Auch hier allgemein die ganzen Bauten, die sehen geil aus. Also der Junge, der kann echt gut, die Person kann echt gut bauen. Ach, das sieht süß aus mit dem Honigbaum hier oben drauf. Dann hier eine kleine, oh komm, wie geil die Hütte aussieht. Das sieht geil aus. Der hat Geschmack für den Baustil. Das sieht echt geil aus. Was haben wir da hinten für eine Hütte? Ja. Sieht auch fresh aus. Da finde ich die andere Hütte viel geiler irgendwie. Oh, aber das ist smart gemacht mit dem Ofen hier. Oh, huch, das habe ich das Gold gemacht. Sorry. Wusste ich nicht, dass ich noch Bildrecht habe. Ist hinter ein Secret? Nee. Ist nicht. Ja, aber nice. Nice Bude. Ui, der Tide, der sieht auch geil aus. Ich glaube, ich komme zum Schloss hin, kann das sein? So sieht es mir ein bisschen aus. So ein bisschen wie so ein Schloss. Und dann die schöne Version vom Pilzhaus. Ja, dieses Pilzhaus, ne? Ja, sieht auch nice aus, ne? Das sieht auch sehr geil aus. Also das Pilzhaus sieht auch babamäßig aus. Ach, das ist ein Aufgang anscheinend. Ja, ist jetzt nicht viel, aber eine sehr geile Insel bis jetzt schon. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Hat echt sehr geilen Touch. Da bin ich echt mal gespannt, was noch in der Zukunft hier dann auf der Insel kommt. Mal kurz, wenn ich schon bin, Melonen kaufen.
Hallo, Kletus. Bitte. Auf jeden Fall eine sehr geile Insel. Bin mal gespannt, was noch in der Zukunft kommt. So, mal kurz mal einkaufen gehen hier, wenn wir gerade schon sind. Und dann gehen wir zur nächsten Insel. Aber auf jeden Fall eine echt geile Insel. Nicht, dass ich jetzt drauf geiern würde, auf die Ehrenwand zu kommen. Aber habe ich nicht genug gespielt, um da drauf zu kommen. Warst du schon mal drauf? Bist du nicht drauf? Ich meine, du wärst drauf. Sonst kann ich noch drauf machen, Rami. Kann ich noch drauf machen. So, eine Insel schaffen wir noch. Das passt. Und der glückliche Gewinner davon wäre... Real Random Robo. Abfahrt. Real Random Robo. Dann gucken wir mal. The Real and Only Random Robo. The Real and Only Random Robo. So. Ist das der? Wer ist denn hier der Owner? Wer ist denn hier der Owner von der Sache? Oh, er hat sich komplett umbenannt. Oh, das ist Bend. Blitz. Blitz ist Owner. Okay. Dann ist es erst. Ja, okay. Dann, sag mal her. Was hast du Neues? Was hast du Neues zu zeigen auf deiner Schnuckling-Insel? Zeig mal her. Komm, okay, ich komme. Ich komme. Mhm. Lol. Okay. Ah, okay. Wow. Ui. Aber kurz durch das Sicherheitsbaumsystem durchlaufen. Und hier ist das schon die Ecke, sehe ich gerade. Dann gucken wir mal kurz rein. Ja. Auch sehr nice. Hier drunter gebaut. Auch sehr smart. Da, glaube ich, gibt es echt sehr kompakte Farben. Ja, nice Baumfarben auf jeden Fall. Aber wie kommen denn die Zizi hier zurück? Achso, die stauen sich hier. Achso. Ach so, und dann... Ah, ja, das ist natürlich auch smart, um den Weg zu verkürzen. Macht Sinn. Sehr smart Idee auf jeden Fall mit der Input-Output-Chest. Ja, geile Insel auf jeden Fall. Auch was ich so Neues sehe, sieht sehr geil aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr geile Insel. Auch die Baumfarm hier, wie das gebaut hat, das Rohr da drunter zu legen. Auch sehr smart Idee, um ein bisschen Platz zu sparen. Deswegen werde ich auf jeden Fall merken... Dann können wir damit das Baumfarm-Video auch ungefähr so in die Richtung bauen. Das war's. Ja, cool. Auf jeden Fall geile Insel. Gefällt mir. Und feier ich. Fühle ich. Fertig. Warte. Warte ich. Oh, moin. Komm, okay. Eins hat er noch anscheinend. Eins hat er anscheinend noch. Oh, Junge. Ja. Aber da fehlt noch was. Nämlich, warte. The Real and Only Divi Place Statue. Die fehlt dir noch. Die fehlt dir noch. Hier, hör mal. Und dann halt die Spirit Statue. Aber wenn wir nur das Goldene sehen, dann halt die, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall nice. Und cool. Gefällt mir. Kann ich auch mal machen, so eine Statue. Flex-Insel. Nein. Nein, du kriegst sie nicht. Ich sag jetzt schon mal, ich gebe keine Divi-Statuen aus. Auch ich habe tonnenweise von Divi bekommen, aus irgendwelchen Gründen. Aber auf jeden Fall, geile Insel. So. The Flex is real, Leute. Der Flex ist real. So, dann würde ich sagen,
Dann gehen wir zurück auf unsere Insel für 4 Minuten. Und dann geht's weiter gleich im Programm. Der kleine Flexer, genau. Ja, also da musste ich natürlich noch ein bisschen noch ein bisschen hinzufügen, ne? Da muss ich natürlich noch ein bisschen hinzufügen an meiner Seite aus. Da muss natürlich noch... Ich muss am besten so eine ganze Reihe von 10 Divi-Statuen haben. Ich muss einfach in den nächsten Divi-Streams einfach Divi komplett ganz Zeit stalken, um noch mehr Divi-Statuen ranzukommen. Denn ja, lustigerweise habe ich das mal gepostet auf meinem Twitter-Account. Da wollte einer wissen, wie die aussieht. Und hat geschrieben, dass nicht warten kann, wie die aussieht, bla bla. Also schreiben hier, pick. Und Divi denkt wirklich, dass das Bild wirklich in 4K aufgenommen war, weil es einfach so gut ist. Ach ja. Insane. Insane. So. Bist du mit Divi befreundet? Auf Roblox noch nicht, aber auf Discord. Ich und Divi sind so. Also, man kann es nicht sehen, aber so, ne? Ob du gemütet bist, ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das kann ich leider jetzt nicht beantworten. So. Wie gesagt, das hier, Monster-Produktionsanlage. Echt insane. Echt krass. Also, da habe ich auch noch mehr von später. Und hier, wie gesagt, haben wir die Maschine, die schon ordentlich produziert hat dafür. Das heißt, damit wenn wir irgendwas anderes bepowern, das halt auch Sinn ergibt. So. Dann einmal gehen wir kurz. Wow. Einmal kurz hier zu meiner Workbench. Einmal kurz gucken, wie viel Copper ich habe. Und dann beileite ich noch kurz die anderen Dudes an die Wand. Wo ist sie? Hier. Ah, schade. Okay, wir brauchen eigentlich noch 40 circa. Haben wir noch irgendwelche hier, die verkauft haben eventuell? Und 3, also 2. Ne? Okay, egal. Dann mache ich kurz einen Ramilino dran. Und den anderen Momo-Typen an die Wand. So. Und zack. Ach, die Kanonen sind geil. Muss man sagen, die Kanonen sind echt geil. So. Habe ich noch Synths dabei? Sign. Ja, habe ich. So, also. Einmal mal kurz gucken. Einmal kurz schnell Gönner. Nee, wo war das? Giveaway Chat habe ich dann geschrieben. Kann man ja, glaube ich, kopieren, meine ich. Zack, perfekt. Natürlich wird getaggt. Dann schreiben wir... Nur so? Nein, geht auch nicht. Dann schreiben wir alles klein. Ist das klein? Okay, alles klein schreiben. Also, Anfang groß, HD, Momo, 3-3. Auch getaggt. Mann, was ist... Ich hasse Roblox manchmal. Dieses Tag-System, das ist so kacke. Vielleicht, HD, Momo... 3-3. Ha! Nein! Ey! Oh! Okay. HD Momo 3-3. Okay, 3-3 getaggt. HD Momo. Okay, HD. HD Momo. Okay, muss leider ich damit zufrieden geben, anders geht's leider nicht. Dann nochmal hier Rami Leno. Das geht natürlich, war klar. Ja, okay. Perfekt. Ich kann auch kurz gucken, ob auf der Ehrenwand noch stand ist. Das kann ich gerne machen. Ich meine aber, wie gesagt, ja. Ich meine eigentlich ja. So. Und jetzt gleich 18 Uhr. Das heißt, wir wechseln kurz dann gleich zu Bethos noch eine Stunde rüber. Und dann in der Zeit, wo wir switchen, gehe ich noch kurz noch schnell pieseln. Weil ich muss ganz dringend auf Toilette. Aber ich kann auch kurz gucken. Ich meine aber, du wärst hier schon drauf. Außer als damals einen alten Namen. Also sehe jetzt hier nichts. Ich sehe jetzt nichts, aber egal. Ich würde sagen, wir switchen jetzt nach Bettiges Bed Wars rüber. Wie gesagt, da wird zu, wird das wieder am Dienstag kommen. Bezüglich des neuen Kids. Ah ja, die ganzen Kids jetzt am Freitag kommen. So. So, aber ich gehe mir kurz mal schnell auf das toilettige, gesellschaftliche Spiel einmal kurz hingehen. Ich komme gleich wieder. Deswegen einmal, ich bin kurz auf Toilette. Gehe mir gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Mal auf ganz schnell angelehnt. So. Ach ja, stimmt, das Gefühl habe ich so vergessen. Ja, egal. Dann machen wir mal nächstes Mal ein größeres Giveaway. Ganz einfach. Kann ich joinen? Ja, du musst auf Roblox jetzt folgen. Einfach Roblox folgen und dann könnt ihr schon mitspielen. Einfach Roblox folgen, könnt ihr mitspielen. Sollen wir mal? Komm. Wir machen mal gleich alle mal Battle Royale. Battle Royale mit Megaplanes. Das ist, glaube ich, cool, ne? Machen wir gleich ein Battle Royale. Einmal mal zu gucken. Hä? 200 Euro? Verstehe ich nicht. Achso, ich sehe schon gerade. Bin schon drauf reingefallen. Lass alle 200 Euro in den Chat schreiben auf VO verarschen. Ja gut, hat nur ganz kurz funktioniert. Hat nur ganz kurz funktioniert. Geht trotzdem nicht. Bin jetzt nicht angezeigt. Oh, ich hasse diesen Bug. Kann ich auch kurz rejoinen? Aber eigentlich müsste es gehen. Rejoinen mal kurz schnell. So. Versucht jetzt nochmal. Jetzt müsste eigentlich funktionieren. Das machen wir gleich mit dem Join-Code ganz einfach, wenn es jetzt nicht gehen sollte. Aber komm mal, wenn der Copy-Match schon kommt, dann wissen wir ganz genau, es hat funktioniert. So. Ich würde sagen, wir machen wie gesagt 100 Player. Einmal ein Battle Royale machen. So. Trading Match. Ist vielleicht nicht smart, mit dem Roboter-Guy da reinzugehen, aber... Hm. Oh, ich will einmal kurz Kit wechseln. Für die Aktion will ich einmal kurz das Kit wechseln. Dann gehe ich auf den Magier lieber. So. Obwohl, nee. Geh auf... den hier. Ich gehe auf den Riesen. Und da. 100 Players. Abfahrt. Das heißt, wenn jetzt hier... Danke. So. Ihr seht ja den Code. Ich kann nochmal anpinnen dann nachher, wenn ich hier nicht drin bin. Okay. Da ist der Code. Das heißt, kommt mal rein hier. Und dann geht's los gleich. Also am besten versucht mal, euch alle auf irgendeine Insel zu setzen. Also maximal zwei Leute, so zum Beispiel ist ein Lightmaking drin. Aber versucht mal irgendwie zu schaffen, dass ihr irgendwie immer in zwei Teams reinkommt. Jedenfalls sei voll. Na gut, das funktioniert natürlich jetzt nicht hier, ne? Vierer-Truppe geht natürlich nicht. Da müsst ihr euch schon noch ein extra Team auswählen. Am besten grün oder blau. Also einer muss hier raus von den beiden, ne? Aus meinem Team, sonst geht das nicht. Das gleiche auch für Purple und Pink. Und Orange. Wie gesagt, hier passt einer rein, bei Yellow. Bei Blue passt auch noch einer rein. Und bei Purple passt auch einer rein. Weil, sonst ergibt es ja keinen Sinn, ne? So. Versteht ihr? Das wird so laggen. Ach nee, das laggt nicht. Das laggt nicht. Aber was nicht geht, ist, also es funktioniert hier gerade gar nicht. Das sieht man, ne? Das funktioniert gar nicht. Egal. Wir müssen jetzt ein bisschen mit unfairen Machenschaften rechnen hier gerade. Ich weiß auch gar nicht, bin ich jetzt alleine auf meiner Insel? Ich glaube schon, ne? Oh Gott.
Copy. Wir senden ihn in Ruhe lassen könnte, sonst bringt es nichts. Einfach nicht nerven. Oh, ja. Also ich kann nichts gegen machen. Da kann ich schon wieder rausgehen. Es lohnt sich nicht, wie ich jetzt ganz expectate. Das ist auch langweilig. Ja, das hat nicht so funktioniert. Machen wir es anders. Machen wir es anders gleich. Warte. Aber das, obwohl, das macht auch keinen Sinn. Also das finde ich auch ein bisschen bekloppt eigentlich, dass man hier einen 30 bis 30 Mode hat, obwohl man dann eigentlich auch ganz easy hier, was ist das? Achso, nee, das haben die umgeändert. Ah, lol. Also 16 zu 16 ist jetzt 30 mal 30. Okay, ich sag nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Okay. Machen wir es anders. Dann machen wir... Doubles. Farmland. Doubles Farmland. Doubles Farmland machen wir. Obwohl, mach ich einmal kurz nochmal den Skin wechseln. Bin doof. Ich werde mit dem neuen Skin ein bisschen zeigen hier im Stream. Wenn schon. So. Jetzt aber. So. Neuer Code, neues Glück. Kommt rein. Gewinne, gewinne, gewinne. Und dann, wie gesagt, am besten auf jedes Team immer gut austeilen, ne? Gehen wir auf Orange, ist ja klar. Das heißt, am besten auf jedes Team austeilen, dass immer gleich viele Leute in jedem Team sind. Das wäre richtig cool, wie gesagt, dass jeder im gleichen Team genau genug viele Leute drin hat. So. Wie gesagt, erstmal die anderen... Leute, so funktioniert das nicht. Ihr müsst euch aufteilen. Das geht so nicht. Sonst müssen wir wieder wie normal spielen. Wir wollen ja hier alles fair halten. Das funktioniert nicht. Sechs gegen wie viel andere halt, ne? Hier passen zum Beispiel noch welche rein. Da passt noch einer rein. Und dann müssen wir überall drei reinhalten insgesamt. Ihr müsst versuchen schon, euch ein bisschen aufzuteilen. Im Zyren sind sie jetzt zu viele drin. Deswegen, ihr müsst das schon ein bisschen aufteilen. Wie lange wirst du noch streamen? Bis 19 Uhr. Deswegen habe ich gesagt, eine Stunde noch. Deswegen, ja. Wann machst du wieder ein Brookhaven-Video? Boah, dann wollen wir mal gucken. Ich bin ja nicht so eigentlich der richtig heftige Roleplay wie Abok zum Beispiel. So. 2, 2, 5. Hier sind ja irgendwie 4... Dann am besten geht hier noch einer rein. Dann sind da drei. Dann sind hier nochmal hier einer drei. Jetzt ist Yellow wieder komplett alle. Wie gesagt, ihr müsst euch schon ein bisschen vernünftig aufteilen. Sonst bringt das wenig was. Oh Mann. Jetzt haben wir hier fünf. Jetzt haben wir hier fünf. Wie gesagt, da und hier können welche rein. Da purpose komplett alle. Da kann auf jeden Fall noch welche rein. Deswegen, ja. Wie alt bist du? Da am besten für mal nach dem Stream die Q&A-Videos angucken. So, jetzt habe ich hier 5. Warte mal kurz. Da haben wir 3. Das heißt, einer muss noch in Blau reingehen. Und 2 gehen in Zyren rein. Mal gucken, wie es dann aussieht. Das müssen einer machen. Einer von Rot muss in Blau rein. Ehre. Bei Orangen wird jetzt viel zu viele drin. Sonst müssen wir die ganze normale Sache wieder machen. Und müssen wieder auswählen. Wenn das jetzt gleich nicht in den
bis um 15 hinklappt. Dann geht schlecht, wie gesagt, ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Wie gesagt, Paluten, einfach mal die ganzen QA-Videos abgucken. Da ist schon alles beantwortet worden. Also, es müssten, wie gesagt, noch in Blau welche rein. Und in Zyan und Purple welche rein. Dann müsste es ungefähr sich aufteilen. Also, einer von Rot. Ne, zwei von Rot müssen sich aufteilen. Einer geht nach. Ne, zwei von Rot gehen nach Dings, nach Purple. Zwei von Rot gehen nach Purple. Einer von Orange geht nach Yellow. Und dann, wie gesagt, am besten gleichmäßig aufteilen. Wie gesagt, von Rot können welche in Purple rein. Zwei Stück. Wo sind denn da die Teams denn fair, wenn Blau 3 hat, hier sind 5 und da ist nur einer? Hä, das ist ja gar nicht fair. Jetzt 2 müssen noch von Rot. Okay, jetzt muss noch einer in Purple reingehen. Das sind 2. Hier sind 5 von 2, ist auch wieder ungeglichen. Hier muss einer von Purple noch rein, wie gesagt. 2 Stück. Oh, jetzt nur einer, wie gesagt. 2. Hier sind viel zu viele drin in Rot. Man sieht, also man merkt schon, das ist schon sehr anstrengend zu managen. Yellow ist jetzt keiner drin, ist auch jetzt egal. Ja, komm, das haut circa hin. Bevor wir jetzt noch mehr Zeit verschwenden, das haut circa hin. Auch wenn es in Rot mehrere sind wieder, aber ungefähr haut jetzt hin. Ja gut, außer der Armin Leon. Der ist natürlich komplett aufgeflogen, ne? Der, ja. Was soll man zu sagen? Oh, da sind schon die Nachbarn wieder am Start. So, kann man den hier machen? Oh, nice. So. Hat man die Stellung da? Oh nein, Hilfe! Unangenehm. Oh, ist mir mit 2 Emmeritz verfallen. Oh. Nochmal. Oh, hier grün kommt ja, Hilfe! Ja, war klar, dass ich nur getargetet werde. Und blau kommt wieder Nerven. Ach Mann, jetzt hab ich schon wieder Emirates verloren. Oh. Mann, ey. Einer muss im. Ah, anschaffen gehen, genau, wollte ich schon sagen. Ah, jetzt kommt noch einer, der mir auf die Nerven gehen will. Ah, okay, jetzt wird runter. So. Da kommt Inferno Shield. Oh Junge, wie viel tankt der denn? Oh Gott.
Aua. Okay. Also jetzt setz mich hier hin. So, das ist produktiver. So. Zack, weg. Weg. Okay. Na, ich krieg dich. Ich krieg dich. Okay, ich krieg ihn doch nicht mehr. Ich krieg ihn doch nicht mehr. Boah, wie viele ausgeschieden sind schon. Oha. Okay. So, wo ist der nächste? Also grün komplett schon aus. Ah, okay, das mag. Grün schon komplett eliminiert worden, auch schmackhaft. Was passiert, wenn jemand hackt? Was meinst du denn damit? Ion. Was meinst du denn genau damit? Ich liebe es. Es ist einfach so geil. Hallo! Ach, wunderschön. Das, was ist das eigentlich? Das müsste Zyan sein, ne? Weil Blau ist eigentlich schon raus. Ich weiß nicht, wer der zweite Pilot hier ist. Das ist LP mit Kev, genau. Einer müsste eventuell mal gleich nochmal kurz. LP mit Kev, halt mal kurz Stellung bitte einmal. Oh, warte. Halt mal kurz Stellung mit deiner Bot. Mit deiner Bot-Sache, sei schon. Mit dem Bot. Das ist Zyan, ist das, ne? Ja, okay. Nein! Oh, warum ist da ein Loch, Mann? Ey! Oh, neues Schwert dort kurz. Oh, wir haben Magier auf jeden Fall bei Pink da, sehe ich gerade. Und wieder weg. Oh, da kommt was von ein Riese, kommt von der Seite von Pink, aber wenn das ein Riese ist überhaupt eigentlich. Zack, kaputt gewalzt. So. Ach man, ich vergesse dann, dass da noch ein Loch ist, Mann. Oh, ich bin so lost. Einfach Lost Phaos in den Chat reinschreiben, Alter. Hashtag Lost Phaos. Oh, ja. Okay, einmal kurz. Die Türken müssen wir kurz überwachen. Dass er jetzt nicht gleich kommt. Oh Gott. Ah, jetzt ist da noch ein Loch. Ey, sind nur Löcher. Mann, ich hasse das Teil. Jetzt aber. Oh, Magier. Ach, Mann. Ey, dieser Knopf. Ey, das Keycam-Binding ist wieder kacke, Mann. Weil ich andauernd auf diese Drecks-Kamera draufgekommen bin. Und das ist noch so ein Nachteil. Ach, das ist zum Kotzen wieder. Wo mein Turret noch zerstört. Ey.
So. Oh je. Oh. Haltet die fern von mir. Okay, ist noch der TNT-Typ wieder. Oh. Ah, das ist ein Ries, ist das noch sogar. Also der komplett überrannt hier. Ah, ja. Ah, das war wieder natürlich ein bisschen kacke, weil ich komplett überrannt wurde, gerade von allen Seiten gefühlt. Aber mal gucken, was noch die letzten Überreste machen können. Ja, okay, das war's auch wieder mit den Überresten. Mal kurz gucken hier, ob Cool Man und der Rest der Bande es noch schaffen kann, das hier zu reißen. Ja. Kann nichts machen. Kennst du mich noch? War lange nicht mehr im Stream dabei. Oh, wenn ich das wüsste, Leon. Oh, was, Leon oder Leo? Leo, so, tut mir leid. Wenn ich das wüsste. Geht das weg. Jetzt fallen sich nur noch hier Pink und andere Rest zusammen. Aber man hat gesehen, es hat schon was gebracht. Es hat schon was gebracht. Was ist das? Oh, die Maske ist cool. Auch wenn das dieses Basic ist, aber... Die sieht cool aus. Die gefällt mir. Die sieht lustig aus. Die ist cool. Was hat der für einen Kopf, Alter? Was ist das denn für ein Kopf, bitte? Hm, komisch. Wow, das kannst du mich grüßen, heiße Lance Store. Hab ich schon letztes Mal gemacht, doch. Ja, was heißt Fail halt, ne? Man wurde halt von beiden Seiten komplett überrannt halt, ne? Das waren halt Riesen. Das ist halt ein Riesenteam, so. Da kann man halt schlecht das Ding machen, wenn halt die ganzen Turrets hier schon kaputt gemacht worden sind. Ja gut, er fällt runter. Auch fresh. Und die haben ja zwei Riesen im Team, da kannst du gar nichts mehr anfangen. So ein Riesen mit so einer Turret am Start noch. Boah, das wäre Overkill. Das wäre heftig. Oh, Mann. So. Mal gucken. Ah, der wurde runtergenockt. Der wurde runtergenockt und auch keine Ballons. Mal gucken. Hier die alte Base, Trümmerteile von ehemaligen Spielern. Ja, hat andersweise funktioniert. Wir gucken mal, was er noch hier reißt, aber war schon echt heftig. War schon heftig. Wie lange willst du noch YouTube machen? Ja, solange ich dann Spaß hab. Oh. Oh. Ja, das war's dann auch mit denen dann. Das war's dann auch schon mit denen. Die können ja nichts machen. Der Riese ist einfach zu mächtig. Sag ich doch. Der ist einfach zu mächtig. Es wäre mir echt kein Wunder, wenn die immer das Kit von dem, also von dem Kit den Preis anerhöhen würden. Weil der einfach halt so brutal ist einfach. Aber zwei Teams und, ja gut, der Magier macht nicht viel aus, aber zwei Riesen, das ist schon insane. So, das heißt nur noch, wer ist denn noch im Leben? Light Making, ne? Ja. Nur noch Light Making Star, viel Spaß, ich hatte eine Position verrate. Renn um dein Leben. ja, da kommt schon der Riese, ne? Und das war's auch mit Light Making. Bye bye. Ja, und weg ist er. Damit hat Team Pink gewonnen.
So. Dann würde ich sagen, machen wir ein paar allgemeine Runden. So. Dann würde ich gleich sagen, machen wir eine Squad-Runde. Das heißt, der Erste, der mir rührt, wie gesagt, kommt dann rein. Und es breiten so ganz viele Halloween-Kürze auf seit neuesten auf, ne? Hier auch wieder einer. Bekommen wir wieder ein Halloween-Kit? Mal gucken. Headless Horseman, der seinen Kopf als, oder sein Kürbiskopf als werfbare Bombe nutzen kann. Das ist ja schon krass, aber halt so auf dem Niveau, dass du auch das Item nur einmal kaufen musst, und das ist so immer so. So, mal gucken, wer mich hier berührt. Da kommt dann am schwierigsten am meisten ran. L, na, ist abgerutscht. Bacon auf jeden Fall. Copy Mat, noch einer. Noch einer hat Platz. Noch einer hat Platz. Wer schafft es? Wer ist der Erste? LP mit Kev. Natürlich werden wir noch wechseln. Keine Sorge. Aber für die erste Runde nehmen wir jetzt einfach die Dudes. So, und rein da. Wie viel Euro ist dein Avatar wert? Boah, wenn ich das ausrechnen würde. Lass mal lieber. Ich glaube, das wird zu viel. So, mal gucken, wie ich erkenne, wer es geschafft hat, mit reinzukommen. Wett ist in der Lobby. Ja, dann war es auch gerade wegen mir. Oder war ja auch gerade Battle-Spiel, weil wir Freunde sind. Deswegen. So. Die Map habe ich auch noch nicht gespielt mit Turret. Auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, ich werde natürlich so schnell wie möglich an Emeralds grinden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, Hals trocken. Um dann auf den Wägen da oder hier irgendwo drauf eine Turret zu platzieren. Da müssen sie ungefähr alles abgedeckt haben eigentlich mit der. So. Boah, ich wechsle sofort und dann kriege ich echt einen Anfall bei der Maschine. So, Copy geht mal ein bisschen rushen. Ich gehe in der Zeit ein paar Emirates rushen. Dann werde ich auf jeden Fall hier oben eine hinstellen. Oh, da kommt schon was. Ja, beschütz mal, ne? Sonst ist die Runde schnell vorbei. Da kommt wieder, nein, da kommt nochmal blau. Da kommt nochmal blau. Und nochmal ein Grün kommt, obwohl Grün fällt runter, egal. So, die einen holt da hinten auch noch. Und dann habe ich zwei Turrets, die ich auf beide Seiten verteilen kann. Wenn ich natürlich jetzt heile, wieder zurück ankomme. So. Dann holen wir uns mal kurz zwei Turrets. Wie gesagt, ich gucke mal gleich auf den Chat noch ein, keine Sorge. Aber einmal kurz hier schnell die Turrets aufbauen. Also einer natürlich zu unserer Sicherheit, auch in unserer Base, ist ja klar, ne? Da. Und die andere setzt sich dann auch nochmal in die Mitte, wissen. Was hat er denn wieder die drauf denn bitte? Oh Mann. Egal. Oh, ich komme gerade schlecht dran, ne? Bisschen vielleicht zu hoch gesetzt. Also Kaktushöhe ist, glaube ich, naja, so semi-gut. Dann holen wir jetzt auch noch ein paar Emeralds. Komm. Ah, ein paar Emeralds noch holen. Zack. Schnell wieder zurück. Und dann setzen wir noch einer woanders hin. Na, kommt der? Kommt nicht. Ich kann nochmal einmal auf dem Dach setzen bei uns. Ah, okay, die treffen auch. Also ist doch nicht so useless.
Na komm. Zack. Okay, gut. Zu Tode geknüppelt. Ah, Mann. Ihr seht schon, ich muss immer auf 3 automatisch klicken. Das heißt, wir setzen nochmal eine hier oben drauf. Einmal hier oben in die Mitte. So. Und ich stelle mich jetzt hier einfach hier rein und fahre ein bisschen, dass wir noch das Bett ein bisschen besser protecten können. Ah doch, die View ist gut. Die gefällt mir. So. Darf ich gleich mitmachen, weil ich Mitglied bin? Können wir mal gerne machen, eine Mitgliedsrunde. Mitglieder vor. Wie gesagt, kann man auch mal machen. Können wir auch gleich machen. So. Ich meine, ich hätte das auf der Diamantinsel gesehen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wir sind rot, das heißt grün und rot sind, glaube ich, noch ein Bett haben. So. Erstmal hier das Bett besser protecten. So. Einmal Stein noch gleich holen. Die nächste Schicht. Und ja. Wer ist Wetdev? Das ist ein ganz großer damaliger JBEG-YouTuber. Hat fast 1 Mille an Subs. Ach, warte. Haha. Damit hat er nicht gerechnet. Zack, den nächsten. Ja, bis dahin kommt noch nicht ran. Das, nicht mehr möglich. Aber da hinten. Also, so schlecht eigentlich geplaced hier, die kennen. Na, kommt noch nichts, aber... Treffe ich den überhaupt eigentlich? Ich glaube, ich treffe den gar nicht, ne? Ich meine, ich treffe den nicht. Ja, so. Kannst du meinen Avatar bewerten? Ja, also Avatar bewerten machen wir eher selten. So. Wie geht der Typ da bis auf die Nüsse, der da campt ganze Zeit? Oh. Oh Leute, ist schon tot. Ah, aber dann können wir kurz noch aufrüsten. Ich habe noch Holz, ne? So. Kurz noch schnell aufrüsten. Oh, ich habe noch wieder Equipment für ein paar Touretten. Haben wir schon eigentlich den ausgebaut? Nee, okay, habe ich schon von dem bekommen. Ja. Würde ich sagen, baue ich nochmal. Wer ist eigentlich da? Blau. Ja, egal. Die kriegen hier nochmal eine Nummer untergeschoben, eine Turret. Das heißt, ich baue die nochmal hier auf eine. Nichts. So. Ja gut, die treffe ich jetzt gerade nicht. Das ist das Problem. Ah, guck mal. Ach, was ein gut aussehender Junge immer. Der Copymat. Oh, Mann. So. Oh, Mann, das ist bescheuert aus. Echt. Das Problem ist einfach, wenn man nachher zu viele von denen hat, dann hat man echt nachher keine Übersicht mehr. Das ist das Problem. Man hat nachher einfach keine Übersicht mehr. Weil es nachher einfach zu viel wird. So, warte. Ich
glaube, ich setze mal grün noch in die. Nee, was ist das? Nur noch grün. Nur grün? Okay, lol. Ja, man, die so platt einfach. Ah, Leute, jetzt einer von uns. Egal, ich wollte gerade den so platt machen, aber. Naja, dann nicht. So, wo ist denn der letzte? Hä? Ah, oh, Leute, okay, der ist runterfallen. Da ist nur noch ein blauer, lebt hier irgendwo, aber wo? Wo lebt denn noch hier ein blauer? Ist das ein blauer? Ja, das ist ein roter. Hier ist auch ein roter. Hat er sich unter die Base wieder verbaut, eventuell? Oder hat er sich an sich verbaut? Was läuft denn da oben rum? Hm, komisch. Wo könnte denn der sein? Wisst ihr, wo der ist, eventuell? Ich würde mich interessieren, mal. Ich würde mich interessieren, wo der ist. Was läuft denn da hinten an? Was eiert denn da hinten rum? Bei Rot sich irgendwas umeiern. Auch ein roter. Hä, wo ist denn der blaue, der letzte? Ganz komische Nummer irgendwie. Wo ist denn der denn? Der kann sich einfach nicht in Luft ausgelöst haben. Und wenn er ja da unten wäre, müssen wir den Nametag eigentlich sehen, oder? Nee, das ist empty. Ist noch nichts drunter gebaut worden. Ganz komisch irgendwie. Mal gucken, was steht hier? I don't wanna back to lobby. I don't want to lose Sinister Strike. Aha, aha. Also laut den Angaben soll Blue irgendwie, warum auch immer, invisible sein. Das heißt, wir haben hier entweder einen Hacker, der irgendwelche Sachen ausnutzt. Und sein, also es kann natürlich so sein, dass der Hacker dann seinen Körper abgetrennt hat. Red just leave. Oh Mann. Ja, nee. Wir werden jetzt einfach die ganze Insel absuchen. Wenn ich die ganze Insel absuchen. Imagine, wie. Das muss man auch mal geben. Wie versteift musst du denn bitte drin sein, dass du sowas machst? Ich kann mir gut vorstellen, dass der irgendwo hier zwischen den Inseln irgendwo schimmelt. Oder hier irgendwo, so unter solchen Teilen. Kann man auch gut vorstellen. Irgendwo da, wo man es nicht denken würde. Unter ins Volk gebaut. Was? Ah, hatte das Reaper-Kit, da war ich auch mal für jeden unsichtbar. Oh, wow. Also, wenn der das Reaper-Kit hat, dann, ja. Hm. Schwer. Schwer, schwer, wo der jetzt sein könnte. Ich sag mal so, wir können die ganze Insel von uns zubauen, ne? Wir können hier so dicke Wege bauen. Wir können hier, lustige Dinge machen auf der Insel. Aber wo kann man so eine Person dann vermuten, ist die Frage. Wo kann eine Person wie diese sein? Auch rot.
Also er wird ja irgendwann zeigen müssen, weil ich glaube nicht, dass der wirklich so viel Geisteswillen und so psychisch veranlagt ist, dass er wirklich die ganze Zeit jetzt warten wird, dass jetzt hier irgendeiner von uns danach abkacken wird oder so. Das Ding ist, dass die müssen doch irgendwann aufhören, weil die anderen wollen doch auch mal wieder weiterspielen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so lange sich halten wird. Das glaube ich nicht. Wenn ja, geisteskrank. So, einmal kurz hier alles zubauen an Wegen, was geht. Alles zubauen, was das Zeug hält. Was wir auch absolut hier gar nicht irgendwo runterfallen. Und noch ein paar Emeralds für Ballons eventuell im Fall der Fälle. Aber wir haben Zeit. Ich werde ihn nicht aufgeben. Ich finde es geil, wie kommen wir jetzt Natri einfach später ankommt als die erste. Früher ankommt als die erste, so. Guck im Game-Chat mal das, was ich schreibe. Ja, mach ich ja ganze Zeit schon. Aber merkt jetzt schon, die haben keinen Bock mehr, ne? So. Alles hier schon zubauen. Alles sicher machen. Also das ist, glaube ich, echt die längste Runde aller Zeiten jetzt schon, ne? Der wird sich doch irgendwann zeigen müssen. Komm, wir bauen mal einfach das Fun, einfach mal alles hier voll. Wir bauen mal das Fun, alles hier voll. Einfach mal aus Fun alles zubauen, komm. Aber da merkt man schon, jetzt ein sehr toxischer Spieler, weil der halt seine Streak haben will. So, ein bisschen eingekauft. Paar Blöcke für zwischendurch. So. Dann die Ballons. Das Tablet brauchen wir ja nicht gerade momentan so stark. Deswegen einmal kurz hier alles schön ausbauen. Guck mal, das haben wir noch nie gemacht. Hab noch nie so eine Fläche gebaut. Boah, Chef, als riesig, wie viel ich da mitnehmen könnte. Ui, das wäre so schön. So. Ja, merkt man schon, das ist ein richtig toxischer Spieler. So, guck mal an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? In Bed Wars? Einen komplett vollgebauten Weg? Er ist in der Mitte auf der Map. Wir müssen das in die Mitte abbauen. Die Mitte muss komplett zugebaut werden, Leute. So, alles schön hier zubauen. Bisschen Terraforming machen, wie in Minecraft. Wir kommen jetzt zu einer Minecraft-Folge. Heute bauen wir ein bisschen hier unsere Welt weiter aus. Was ist das jetzt? Was ist jetzt? Ist der Bacon oder was anders? I see you. Okay, ist nur Kev, der hier so anhört. Aber man kann das sein, dass er ganz, ganz oben ist?
Ich sag's euch, wir gehen hier mit dem Sieg raus. Auch wenn es die längste Runde ist, die ich jemals gespielt habe in Bed Wars. Wir gehen hier mit einem Sieg raus. So, noch ein paar Emeralds mitnehmen. So. So, jetzt kommen wir mal kurz. Hier nochmal den Weg ein bisschen ausbauen. Ne? Muss alles ja kinderfreundlich, kindersicher sein, ne? Erstmal komme ich mit den englischen Skills wieder mal hier unter am Start mit Gott. Auf jeden Fall echt chillig, chillig. Vielleicht hat der einen Glitch auf die Spawn-Plattform. Wenn der Firex hat, kann man den Typen easy zuschauen, Plattform kommen. Ja, das ist das Problem. Wenn wir jetzt noch einen, der im Gegnerteam wäre von uns, der hätte den easy decken können, ne? Der hätte ihn easy beobachten können. Also er muss auch irgendwann rauskommen. Ich glaube nicht, dass die anderen Dudes auch so viel Nerven haben wie der Typ, dass die da für den einen Win so lange gammeln. Ach, ein bisschen Holz verbauen hier, kommen. Schadet nie. So. Easy peasy. Ha! Guckt euch das an. Dies Meisterwerk gebaut vom Meister Pharos wieder. Time to go outside. Kann der denn sein? Ah, guck mal, der hat noch darauf gewartet, oder? Da fliegt was. Achso, das ist einer von uns. Aber... gibt mir natürlich die Chance, um hier Emeraldos zu farmen. Ja, danke für den einen Emeraldo, den ich nicht haben konnte. Okay, aber der da hinten. Der ist aber meiner jetzt. Ha! So. Holen uns noch kurz Rüstung. Ja, er wartet extra, dass das Bett natürlich sich zerstört. Aber er hat eigentlich ja nicht damit gerechnet, dass ich da ganz viele Turrets geplaced habe. Das heißt, kann man easy gucken, wo der sein könnte. So, jetzt wird er kurz snipen. Oh, Junge, was ist das denn für eine Base da? Aber wenn er snipen kann, kann er nur von irgendwo oben kommen. So, das perfekte... Oh, die Kamera... Was ist die nochmal da oben? Das müsste auch meine sein, ne? Genau. Na, oh, ich sehe keinen, ne? Ich sehe absolut gar keinen. So. Mal kurz hier rüber gehen. Ballons habe ich ja. Noch ein paar Diamanten holen. So. Einmal kurz hier Protection. Dann einmal gucken. Okay, da ist rot. Wir müssen die Wege noch ein bisschen mehr ausbauen. Einmal kurz hier ein bisschen ausbauen. Wie gesagt, ich habe das Turnier gewonnen mit Beef. Und ich werde ihn auseinandernehmen. Wenn ich Beef das Turnier gewinne, dann werde ich auch das hier gewinnen. Wir müssen mal kurz die weaken Spots von der Map hier zubauen. Haha, guck mal, seht ihr? Seht ihr, seht ihr? Haha, haha. Jonas hat hier umgeflogen, hab ich gesehen. Hier ist noch nicht alles vollständig ausgebaut. Das darf natürlich noch nicht sein. Deswegen, ja.
So, da. Immer ist es da. Okay, ist da oben. So. Guck mal, das Gute ist, die verschimmen halt nicht, ne? Wenn ich so richtig die echt normalen deutschen Wörter nutze, die verstehen absolut gar nichts, ne? Das ist das Geile daran. So, einmal kurz noch wieder ein paar Emeraldos holen. Das heißt, hier einmal holen. Hier ist auch ein sehr weaker Spot, aber mal gucken. Zack. Den holen. Wie gesagt, ich hab's geschafft, gegen Formi anzukämpfen, wenn nicht bei Formi im Bed Wars Turnier, im Tournament, das, den schon schwitzig weggeklippt habe, dann wird das auch easy was hier. So. Einmal hier. Boah. Ich habe natürlich überall noch die Teile aufgebaut. Das heißt, ein Fighter kann natürlich immer noch spectaten, ne? So. 8 Diamanten. 8 Diamanten, da ist schon 8 Emeraldos. Damit können wir viel anfangen. Und wenn er snipen will, hier gibt es nicht viel zu snipen, so. Die Flächen sind alle extremst ausgebaut. Und, da gibt es nichts zu snipen. So. Komm mal vom Schwert. Ballons. So. An der Map-Grenze oder bei dir, Generator, sagt einer. Guck mal kurz nach. An der Map-Grenze oder dir, Generator. Ich brauche den höchsten Punkt eigentlich von. Ich müsste mal machen. Idee. Ich habe eine Idee. Ich müsste mal mit der Kamera nach oben gehen. Ein paar Blöcke kaufen. Na komm, holst du mal den Bogen noch. Obwohl, ein paar Feuer. Mal ein Feuerbälle. Ach komm, scheiß auf. Ja, aber muss man schon sagen, ein sehr toxischer Spieler auf jeden Fall. So, wir gehen mal kurz hier hoch. Aber erstmal brauchen wir Emeraldos. Dann gehe ich da hoch. So. Hier ist noch ein Weg, den müssen wir ausbauen. Also mit seiner Begründung, er wird uns runtersnipen. Ja, merke ich halt viel von, ne? So. So. Dann ist diese Runde auch die Sache auffällig. Fertig. So, easy. Der Copy-Mate wartet schon. Der wartet schon heiß begehrt drauf. So, wir machen noch eine Turret oben an. So. Ja, wie gesagt, wir warten alle vor den Snipe halt, ne? In der Zeit kann man auch hier alles so schön unsniper-friendly bauen, wo die ganzen Lücken schließen und hast du nicht gesehen, ne? So, guck mal hier, so schön, die ganzen Lücken geschlossen. Guck mal, ich kann noch ein paar Ballons wasten, weil warum nicht? Ich find's geil, wie einfach Bro nochmal in die Übersetzung angepackt hat, ne? Oh, shit, warte. So. Ah, ich kann mal gleich bauen, ne? Ja, der ist aber noch. So. Die passt. Und so. Den nehmen wir kurz mal an. Und dann gehen wir rüber. Wie gesagt, wir waren natürlich auf dem Snipe noch ganz Zeit. Aber da kommt ja natürlich nichts. Deswegen einmal kurz hier hoch. Wir müssen eigentlich rein logischerweise jeder einzeln sich aufteilen und dann alle von der Mitte aus gemeinsam hier auf jeder einzelne konzentrieren. Also auf eine drauf gehen. Das müssen wir machen.
Oh, ist noch mein Ballon. Google Translate auf Wish bestellen ganz schnell. Ja, er schreibt schon in den Chat rein, ne? Er schreibt schon in den Chat rein. Okay, warte. Lass ihn ankommen. Alle kommen, einmal kurz alle zur Base kommen. Wir machen jetzt den Masterplan. Der kann ja eh nichts verstehen, von daher. Er in der Mitte. Er in der Mitte, er in der Mitte. Oh, mein, ich liebe es jetzt schon. Also laut Angaben in der Mitte. Mitte. Okay, warte. Wir sammeln uns mal kurz, wie ich schon sagen, in der Mitte. Komm mal kurz in die Mitte hin. In der Zeit sammle ich noch mal kurz ein paar Emeraldos, weil wir haben ja genug Zeit. Vielleicht können wir sogar noch... Stimmt, wir müssen eigentlich mal auf Dings farmen, ne? Wir müssen mal auf Dings hier farmen, sag mal schnell. Auf, haben wir schon immer rein? Haben wir schon das letzte Upgrade? Ich finde immer so geil, du merkst halt darin, dass sie den Google-Übersetzer nutzen, weil sie mit der Betonung auf sie immer gehen. Und eigentlich sagt man ja, ihr, ne? Deswegen, ja. Deswegen, ja, wie gesagt, erstmal bauen wir uns auf. Was haben wir noch? Wir haben jetzt hier, doch, wir haben Emmet-Spawner schon, okay. Ja, perfekt. Da bleibe ich hier. Hol mir noch ein paar Emeralds zusammen. Und überwache es langsam. Kein Deutsch zu können. Oh Mann. Ist das rot oder ist das da? Ah, ist rot, okay. Ja, ich sag mal so, er traut sich nicht raus, ne? Wie gesagt. Sie werden irgendwann gehen. Sie werden irgendwann gehen. Oh Mann. Ach, hier sind die. Erinnert mich ein bisschen aus diesen Scam-Werbung. Du kaufst ein Dieter, du kaufst ein Dieter und ich gebe dir Dieter. Wenn du kaufst ein Dieter, dann kriegst du Dieter. So ungefähr ist das irgendwie. Ja, aber der Kamera sieht jetzt nicht viel. Mal abreißen, nein, gibt zu viele Kameras eigentlich. Ah, die ist perfekt. Man könnte... gute Frage, ne? Ich könnte den ganzen Tag hier sein. Ah ja, was ist denn darum? Enemy spotted. Da haben wir doch eine Bewegung gesehen, der Herr. Die sind natürlich weiter auf dem dünnen Weg. Wer war da auf dem dünnen Weg gerade unterwegs? Mal Tablet schnell reinhunzen. Das ist, oh, ich weiß, welches Team das ist, das Holzteam. Aber ist da nicht gerade einer vorbeigelaufen von unserem Team? Egal. Ich geh jetzt noch mal gucken. Can you sprechen Englisch? Oh Mann. Ey, diese Translation, ne? Einfach zu geil.
Gar nichts. Keiner hier. So, wir gucken mal. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ah, ich habe noch genug. Warte, dann gehen wir zur Base wieder ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen zur Base. Da können wir dann ein bisschen hier auch ein bisschen farmen. Na, zeig mal ein bisschen Auge hier auf die Maschine. Zack. So. Ah ja, da doch anscheinend Ender. Okay, der macht nichts mehr. Hallo. Hallo, der Herr, wie kann ich weiterhelfen? Wir alle sind eine Skybase einfach bauen. Boah, schau, dass man schon einen Sachen als Riese bekommen hätte. Das wäre komplett geisteskrank. Das wäre komplett geisteskrank, wäre das. Da wäre ich schon riesig. Ach, guck mal, perfekt. So. Zeit. Eigentlich wäre es natürlich jetzt sehr smart, die alle unter zu snipen, ne? Oh, Junge. Oh, Mann. Oh, ja. Komm, zieh mit. Aber wie kann man denn so versessen sein, bitte? Kannst du Deutsch nicht sprechen, das nicht okay. Das ist grammatikalisch so ranzig eigentlich, wenn ich gerade so nachdenke. Das nicht okay. Ich hab nichts gemacht. Imagine, du machst ein Hide and Seek aus einem POP-Game. Also ich muss unbedingt, also bei so welchen Situationen muss man wirklich mal ein Sudden Deathmatch einführen. Ich kann mal Brian als Idee einfügen, dass er dann das so macht, dass so Arten, kennt diesen Fortnite-Sturm? Ungefähr, dass dann das Auge vom Sturm dann halt zerkleinert. Weil das ist ja schon das ist schon echt, also so ein toxisches Spiel habe ich noch nie gesehen, wirklich, noch nie. Ja, wir haben noch 10, haben wir noch, okay, dann wollen wir ein bisschen warten, brauchen wir da 40. Oh Mann. Sprachen hier in Bubble. Ja, genau. Echt. Ihr habt auf mich geschossen? Ach nö, ich habe noch genug, die kommen und gehen wieder. So, wie gesagt, wir gucken mal weiter hier, also. Hier kann man auch ausbauen, sehe ich gerade. Das kann man auch gleich machen. Ich glaube, in der Mitte müssen eigentlich auch viel Emeralds sein eigentlich. Wir gucken mal gleich. Warte. So. Und den Rest bauen wir hiervon. Einmal, dass es cool aussieht. I'm können besseres Englisch than you. Nee, das ist doch so verranzt einfach. Ah, warte, so. Dann bauen wir nochmal hier. Das ist alles natürlich sniper-sicher, denn wir wissen ja natürlich nicht, ob der sich traut, rauszukommen. Aber wie ich mal gerne sage, was ist das denn so?
So, einmal hier alles zubauen, komm. Erstmal hier alles zubauen. Boah, stell euch das vor, Leute. Alles für den Giant. Das wäre so. Für den Elder-Spiel, das wäre so geil. Ey, was schießen du auf mich, Alter? So, jetzt nehmen wir kurz hier rum. Und noch ein paar Amaret-Rüstung. Zack, zack, zack. So, 20. Regie! Was mit der Musik? Okay, Regie macht wieder Auge. Fahr, aus welchem Land kommst du? Da kannst du, glaube ich, ausdenken, oder? Ich glaube, die Kollegen sind da, die Mitspieler sind auch schon gelangweilt. So, aber hier sind eigentlich nicht so viele, wie ich gedacht habe, ne? Hier sind echt nicht so viele, wie ich gedacht habe. An Emeraldos. Das sind so drei, aber das war es dann auch schon wieder nur. Deswegen, ja, es geht eigentlich voll. So, 29, das heißt, der Rest, ich müsste noch da sein an der Base. Mit gleich noch fett Emerald-Rüstung. So. In der Zeit, gucken wir weiter. Okay, danke. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. So. In der Zeit, warte, warte. So, ist immer ein Skripter von mir. Okay. Da gucke ich gleich rein. Ist das... Ah, das ist Papa Justin. Da kommen wir gleich nochmal rein. Faust, der hat gesubbt. Hat der? Stimmt! Stimmt! Hör mal gerade ein. Wenn der schreit, dann muss er ja gesubbt haben. Ja, Ehre, Alter. So muss das sein. Oh mein Gott. Ich muss mal kurz Brian anschreiben. Wie viele Minuten haben wir denn gerade schon? 40. So, mal kurz Brian geschrieben, dass er so ein Ei, also dieses Fortnite-Sturmteil da machen mal soll. Dass man solchen Leuten halt dann das Handwerk ziehen kann. So, also wir müssen nächste Mission, Leute. Wir müssen unterirdisch alles vollbauen. Absolut alles vorbauen. Genau, wir sind einfach international. Wir haben genug Ressourcen. Anstatt dass wir uns oben bauen, wir bauen jetzt unten einfach eine riesen Fläche hin. Damit bin ich noch der Erste in ganz Bad Wars, der so eine riesen Fläche gebaut hat. So, warte. So. Wir bauen jetzt eine Megafläche. Wir bauen jetzt das Konzept Pharos. So. Im Fall der Fälle habe ich natürlich Balloons am Start. Aber das ist doch schon eben angefangen. Warum gehen wir nicht dahin? Warte. Da ist schon eben angefangen. Dann gehen wir dahin. Bauen uns von da einfach aus nach unten alles durch. Warte. Ich habe noch nie so eine Map so verbaut gesehen, ne? Muss man auch noch zu sagen. Ich habe noch nie eine Map so verbaut gesehen. So.
Einmal kurz alles vollbauen. Wir kommen jetzt zum neuen Island-Stream. Heute bauen wir mal wieder was Lustiges. So. Einfach alles hier schön zubauen. Wir sehen das schon hier. Ein echt fetter Weg. Ich stelle mir wirklich vor, wie das aussehen kann, wenn wir hier wirklich alles zubauen, ne? Das wäre echt geisteskrank. So. Aber ich finde es nett, dass er reingeschoppt hat. So. Das finde ich gut. Hoppala, fetter Knopf. Das finde ich super. So. Er kann uns ja vielleicht bei seinem Versteck spielen um einen Tipp geben. So. Einfach. Guck mal, wenn ich meine Base nicht in Aliens richtig bauen kann, dann baue ich es einfach hier richtig nach. Mit Wolle. Boah, so eine Burg bauen wir auch schon hier, ne? Das wäre auch cool. So eine Burg bauen, das wäre schon auch eine Ansage. Und das Ding ist, ich will nicht mal wissen, was für eine Killstreak der hat. Stell dir vor, Leute, der hat wirklich so eine Killstreak. Die ist einfach nur drei Flammen. Und dann in der nächsten Runde, weil wir dann so gesehen aufgegeben haben, verkackt er dann in der nächsten Runde, hat das alles umsonst gemacht. Und dann stell dir vor, oh, das ist ja unglaublich. Ja, der ist locker invisible. Der ist locker. Oh, guck mal, deswegen machen wir auch hier das Tolle hier. Wir bauen hier schön die Flächen zu. Wir müssten eigentlich jede einzelne Base, die es gibt, die eigentlich voll bauen. Also diese ganzen Hütten komplett dicht bauen. Das müssen wir machen, warte. Lass mal mehr sehen, wir müssen mal kurz hier hoch. Und dann, müssen wir einmal kurz das machen. Wir nehmen jetzt ganz viele Blöcke und überall, wo so Lücken sind, so ne? Da bauen wir dann halt die Gebäude zu. Dann bauen wir die Gebäude zu. So. Perfekt. Und ein paar kaufen hier. So. Das heißt, wo fangen wir an? Bauteam Pharos, Leute. Ich bin Tine Wittler in der Bad Wars-Version. Was will ich kurz wissen? Ach. Ah, Leute, der ist hier sogar hier unten. Egal, ich will trotzdem wissen. It's 7. Oh Mann, der Grinded Eggs für den einen noch. Ey, das kann ich mir nicht vorstellen. Das müsste ich mal geben. Oh Mann. Oh Mann. Das ist. Oh Mann. Wenn ich mit Copymate ein paar Runden durchziehe, eine halbe Stunde, dann bin ich schon auch schon längst über. Ja. So, wir müssen jetzt das Haus jetzt zubauen, Leute. So. Gehen wir schon mal rein hier in die Bude. Mal kurz hier abchecken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Perfekt. Das kann man auch zubauen hier. Ach, ich hasse den Typen. Dass man den hier nicht wieder zubauen kann. Ey! Okay. Okay, hier ist anscheinend eine Area, die wir nicht zubauen können vom Spiel aus. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Oh, ich hasse den Spawner, ne? Jetzt schon, ne?
Ich hasse den Spawner echt jetzt schon. Ja, also, guck mal, wie toxisch der ist. Huch. Okay. Ganz wieder Flex an der Stelle, was gerade im Chat geschrieben hat, hier auf dem im Livestream. Also, ich hab ja viele Leute gesehen, die das Heftchen geflext haben, ne? Aber das ist ja echt absolut cringe. Das ist echt absolut cringe, wenn man mit der Leaderbot flext einfach. Oh, Mann. Oh, je. Wo kann man eigentlich die komplett einbauen? Das check ich gar nicht irgendwie, aber okay. Ey, so hab ich auch noch nie gesehen. Das ist echt... Okay, geht nicht mehr. Schade. Okay, anderer Plan. Das Zubauen, glaube ich, das will ich nicht hinhauen, weil er ansonsten noch in Empty Spots sich forken kann. Hm. Ja, als ob er das kann. Als ob das machen würde, er gesagt. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Ist die Frage, könnt ihr jetzt Spectator joinen? Das würde mich mal interessieren. Einmal so, ich werde ab 19:30 jetzt nicht mehr dabei sein, so, weil dann ist es einfach zu. Er hat einfach hier ausgebaut! WTF! Dann könnt ihr den noch zusammenkloppen, so. Ist halt mir so wurscht, ne? Weil ich bin eigentlich so autistisch und halt brauch unbedingt die Streak. So, ne? Deswegen, ja. Ich baue jetzt erstmal ein Haus. Ich mag die Hausidee. Ich baue jetzt auch ein Haus. Wie gesagt, wir haben sich so drauf aufgeilt, auf seine Killstreak und rumflexen auf dem Leaderboard ist, auf dem Teil, dann ist es schon echt sehr, 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 sehr unangenehme Sache. Ah, warte mal. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Okay, Leute, ich hab die Idee. Okay. Mannschaft, aufstellen einmal bitte. Einmal bitte aufstellen. Alle sammeln bitte an der Base. Ich hab die Idee. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Warum bin ich nicht früher drauf? Obwohl, nee, das geht doch nicht. Nein, Alter, vergesst die Idee, die geht nicht. Ich hab gesagt, ich gehe extra sterben, weil ich dann den wieder beobachten kann. Versteht ihr? Aber macht ja keinen Sinn, weil ich kann nur dann die anderen beobachten, wenn halt... Ja, das ganze Team auseliminiert ist halt, ne? Okay, dann machen wir trotzdem aus. So, dann bauen wir uns mal hier ein Haus. Passt das von der Fläche hier? Ich brauche ein bisschen mehr Fläche. Warte. Für den Abschluss hiervon. Baue ich noch eine Fläche. So, so, so. Komm, ey Leute, wir bauen mal das Islands House nach. Warte, warte, warte. Okay, warte, warte. Hier muss gleich ein Stamm hin. Das werden wir dann mit Dings machen, mit Holz, ne? Dann ist hier das Fenster. Hier ist ein Stamm. Und, warte, jetzt mal kurz gucken. Wenn hier das Fenster ist. Hier ist der Stamm. Dann ist... Stamm, Stamm, nichts. Stamm, hä? Fenster, okay. So. Dann bauen wir hier. Wir bauen jetzt nur noch den Farmer Kletus eigentlich. Wir bauen eigentlich nur den Farmer Kletus hier noch. Was? Jetzt denkt er wirklich ernsthaft. Ich finde das so geil. Jetzt denkt er, weil er natürlich nicht verstehen kann, dass wir angeblich böse sind auf ihn, weil er auf der angeblichen Leaderboard ist. Können wir natürlich abchecken, ob er gelogen hat oder nicht. Oh Mann, ey, das ist... Also bis jetzt ist das erst die erste Runde, die extrem cringe ist. Die ist echt extrem cringe. So, wir bauen... Wo lässt das hier mit den Dings machen? Die Säulen sind das, sind die Farben.
Das ist schon echt cringe, der Dude. Also wenn man... Das wäre eigentlich perfekt für so ein... Wie Divi das schon mal gemacht hat. Wie Divi Plays das schon gemacht hat. Wenn du ein toxischer Spieler bist. So, versteht ihr? Dass dann, so ein Typ dann auch ins Video kommt, so. Hä, das ist voll das perfekte Material, hä? Ey, voll geil. Das wäre so geil, wäre das. So, warte. So. So. Oha, guck mal, wie geil die Hütte bitte aussieht. PRD. Ah, Pro. Ach so, ja, wir sind Pro. Wir sind stimmt. Wir sind Pros. Warte. Ich muss kurz das Haus hier bauen. So. Hab keine Steine mehr. Oh, doch, noch Steine, warte. Dass ich in meinem ganzen Leben mal so ein Haus bauen werde in dem Game, das ist echt unfassbar. Aber ihr guckt's noch, deswegen feiert ihr es, ne? Deswegen. So. Haben wir hier. Ah, das ist eine süße Hütte. Können wir auch leider nicht weiter aufbauen, weil sonst hier die Ecke kommt. Danke für das Holz. Bauen immer gerne hier weiter aus. Ah, der Typ geht mir auch langsam auf die Eier im Chat. So. Aber er wiederholt sie aber sehr oft, muss man sagen, ne? So. Wir bauen hier so ein Bungalow. Oder wollen wir mal einen Screenshot von machen? Davon müssen wir gleich mal einen Screenshot machen. So. Also, warte mal kurz. Wo sind eigentlich der Rest? Ich sehe immer nur einen rumlaufen, irgendwie gefühlt. Wo ist der Rest? Auch kurz mal die Kamera. Hä? Darin sind wir. Ach, wo ist denn der andere Rest? Alle auch verschwunden, aber da baut einer noch das Haus zu. Okay, warte kurz. Einmal kurz alle herkommen aus unserem Team. Wir müssen eine Krisenbesprechung machen. Ja, darüber brauchen wir am Ende gar nicht recht reden. Warte, so. Immer eine Krisenbesprechung. Warte, wir haben jetzt hier. Jetzt fehlt nur noch Copy-Mate. Wo ist Copy-Mate? Ja, wir müssen eine Krisenbesprechung machen. Copy-Mate, komm auch her. Wo ist der Junge? Ah, er kommt, okay. So. Also. Wir machen jetzt Folgendes, da das eh unnötig ist und das, weil der eh so sturkopfig ist und eh irgendwie einen Knacks weg hat. Machen wir jetzt so, wir voten jetzt ab. Wenn wir Stein wählen, dann springen wir alle gleichzeitig runter. Und wenn wir Holz wählen, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann spiele ich gleich weiter alleine. Also, dann votet mal. Ja, nein, die Turrets zählen nicht. Die Turrets zählen nicht. Also, dann geht mal auf die Ecke. Also, entweder Stein fürs Runterhüpfen. Oder halt Holz fürs, ja, wenn ihr so, auch wenn ihr auch noch so notgeil drauf seid. Ja, ne? Wisst schon, was ich meine. Okay. Das ist ein Ja fürs Runterfallen. Copymat, wie sieht's bei dir aus? Also stellt euch hier drauf dann. Stellt euch hier drauf dann. Wenn ihr die Meinung gleich seid. Ach, das ist doch eh getroffen. Ah, okay. Okay, warte. Warte. Wir gucken jetzt. Oh, so geil. Okay, okay, okay. Alle aufstehen. Wir machen jetzt ein Springbrett. Also echt. Ich hab die Hoffnung an die Menschheit vergessen. Wir gehen auf die Planke, gehen wir jetzt alle. Und dann, warte. Komm her. Wenn wir dann hier sind, auf der Planke.
Hallo, Copy Matt, komm runter da. Komm mit, Epic, wir gehen beide auf, gemeinsam auf die Planke. Komm her. Mit hier. Bacon, komm rauf. Beide auf die Planke, komm mit. Ich boost uns dann weg. Warte. Okay, alle drauf, komm. Komm drauf. Copy Matt, komm rauf. Oh, der ist ein bisschen daneben gegangen. Yay! Digga, ist das cursed einfach. Komm, wir springen doch. Springen auch von der Planke. Oh Mann, es ist so. Also Leute, sind hier schon so Bots drin im Channel. Poppy, nee, hör doch auf zu bauen! Spring doch einfach! Es bringt eh nichts. Dieser Mensch ist zu. Der ist echt zu lost im Kopf. Ach, Copy Mad. Wenn er das Combat hochjagen sollen, eigentlich. Copy Mad, mach jetzt, komm, spring! Ich bin jetzt voll auf Discord, ne? Ach, Copy Matt. Es ist jetzt nicht sein Ernst. Aber auch, das ist der erste Stream, wo auch Bots in den Chat reinkamen. Ist es nicht cool? Also gleich, also wenn du jetzt nicht komm, jetzt selbst springst, dann geh ich gleich selber raus. Dann weiß ich nicht, wo der war, weil ich das gerne sehen würde. Aber, ja, wie gesagt, und das heißt, es gibt jetzt noch eine Minute circa. Und wenn du jetzt nicht springst. Ja, perfekt. Ach, hör auf zu rein zu trollen, Mann! Ach, Junge. Leute, so verschwindet ihr auch Ballons am besten. Ich will jetzt sehen, wo der war. Ja, also war er doch am Hacken anscheinend. War er noch mehr gesehen, ne? Der schreibt noch einfach GG rein. Oh Mann. Oh Mann. Oh je. Eine Stunde. Ja, ist auch geil. Ach du Kacke. Och, ohne Witz. Ohne Flachs. Ich hab noch nie in meinem Leben sowas Krankes gesehen wie das. Bin ganz ehrlich. Ah, ist ja geistkrank. Wir hätten ja auch nie finden können, weil sonst hätten wir ihn dann gesehen, so. Oh, da hab ich eine geile Idee. Da habe ich eine geile Idee nachher. Ja. Oh Mann, Leute. Insane. Echt. Ich habe noch nie. Highlight-Video, bitte. Ja. Oh. Nee, das mache ich am besten. Anzeigen. Das zeigt, wenn du toxisch bist. Da pack ich den einfach rein. Easy. Guck mal. Das ist Futsch für mich. Perfekt. Schön ist das. Schön. So. Deswegen will ich euch jetzt sagen, was das auch jetzt auch eigentlich mit dem Stream hier. Wie gesagt, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Wie gesagt. Und ein Like und wie gesagt, auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dass ihr keine Videos auf meinem Kanal verpasst zu Bad Wars. Ansonsten muss ich sagen, nächstes Mal, ich muss jetzt noch schnell einen Call rein und eventuell sieht man den einen oder anderen dann auf dem Discord. Ich vermute natürlich nicht, weil ich am Spiel arbeiten muss, deswegen haut rein und
Ciao. Echt. Geisteskrank, die Runde heute.